Gut, dann sage ich nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Donnerstag, 16. Februar. Wir schreiben wieder Live-Event-Tag. Freue mich, dass ihr so zahlreich dabei seid und auch der Raum sich weiter sukzessive füllt. Ich bin guter Dinge, dass wir heute wieder dreistellig unterwegs sind. Und das ist auch ein Grund natürlich, warum ihr heute hier seid oder hat auch einen guten Grund natürlich. Die Live-Action ist ja das, was jedem interessiert, was tun denn die Marktteilnehmer, mit welchen Tools arbeiten sie und was kann man da so machen? Da freue ich mich heute, Dirk Hilger als Gast zu begrüßen, der denn auch im letzten Jahr schon mal da war. Da hatten wir aber nur einen halben Tag Live-Event. Heute haben wir mal einen ganzen Tag, wo wir auch die, neben der European Session, auch die US-Session mal ein Stück weit covern werden. Und der Dirk hat aus eigenen Fähigkeiten heraus, die er denn hat, aufgrund seiner Programmier- und IT-Kenntnisse, tatsächlich auch ein Tool erschaffen, was er auf sich adaptiert hat und mit dem er an den Märkten erfolgreich agiert. Und das Tool, nennt sich StereoTrader an dieser Stelle, wird er uns heute mal ein Stück weit zeigen. Und vielleicht, wenn es der Markt hergibt, werden wir auch ein Stück weit Live-Action erleben. Ich habe gerade mal den DAX auch auf dem Schirm geholt hier, die ADR hier oben, das Value, das seht ihr, die 109, das sind 109 Punkte, die zeigt uns einfach, dass der DAX hier ein Stück weit zahm unterwegs ist in der letzten Zeit. Also die Volatilität könnte stärker sein. Da müssen wir mal den Dirk fragen, wie er denn damit zurechtkommt, wenn die Volatilität nicht so stark unterwegs ist. Aber da werden wir, wie gesagt, heute mal ein Stück weit hinter die Kulissen schauen und da freue ich mich auf jeden Fall, den Dirk begrüßen zu können. Dirk, sag nochmal Hallo in die Runde, wenn du noch da bist oder wieder da und dann werde ich dich gleich. Ich bin noch da. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite hier aus Köln live sozusagen. Und wie du gerade schon gesagt hast, hier der DAX, ja, da bin ich halt wirklich mal gespannt. Ich ahne so ein bisschen Böses, weil, also ich, wer den DAX auf dem Schirm hat, der hat ja gestern gesehen, wir hatten gestern wirklich schöne Bewegungen im DAX, ja, auch eine vernünftige Range, schöne lange Kerzen. Und leider ist es ja dieses Jahr ganz oft so, dann hat man mal einen Tag mit Wohler und am nächsten Tag haben wir dann eine 35-Punkte-Range. Das wollen wir nicht hoffen, ne? Und ja, ich befürchte es aber wirklich so ein bisschen Ja. und aber muss man jetzt gleich einfach mal sehen, was passiert. Genau. Wir können es ja nicht erzwingen. Es geht ja auch, sage ich mal, im Prinzip auch darum, dass wir einfach, ich will es auch mal so beschreiben, ein Stück weit Traders Talk ist. Ja? Es geht ja auch nicht immer zwingend darum, hier die Trades live abzufeuern und zu zeigen, hier, auch wenn jetzt dann ein schönes Tagesergebnis am Ende rauskommt, das war jetzt mal hier der Sprung zum Erfolg und so funktioniert es und das mache ich jeden Tag. Es geht ja auch vielmehr darum, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Was machst du so vom Beginn an? Wie coverst du die Märkte? Wie gehst du einfach ran, weißt du? Und das hat dann auch schon einen wesentlich höheren Stellenwert, als wenn man sozusagen wie, ich will nicht sagen, wie in einem Computerspiel, aber dann eben ständig abfeuert und hier dann ein Trade nach dem anderen platziert. Dann lieber ein bisschen erklären, wie du vorgehst und eben auch gerade das Tool, ja, was ich ja auch schon kennengelernt habe, mit dem wir ja auch, sage ich mal, so ein bisschen in Verbandlung gehen wollen. Da wollen wir mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Auf jeden Fall könnt ihr euch da mal überraschen lassen, was da der Stereo-Trader, den der Dirk uns dann mal zeigen wird, so mit sich bringen wird. Wird auf jeden Fall für den einen oder anderen, gerade im kurzfristigen Bereich, sicherlich interessant sein, ist so eine Art Add-on. Aber da wird dann auf jeden Fall der Dirk uns noch ein Stück weit was erzählen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und bevor ich euch hier mein Screen zeige, der ja praktisch auf den klassischen MetaTrader adaptiert ist, wenngleich wir auch selber Add-ons haben, wie den Mini-Terminal und dergleichen. Da gibt es übrigens nächste Woche noch ein Webinar zu, wo wir uns dann die Add-ons auch mal anschauen, die wir so nutzen. Aber der StereoTrader ist sozusagen ein All-in-One-Paket, mit dem man viel, viel machen kann. Deswegen will ich auch gar nicht so viele Worte verlieren. Wir haben jetzt knapp 10 Minuten noch bis zum European Start und vielleicht kann uns der Dirk dann auch mal erzählen, wie er denn eben sozusagen an die Märkte rangeht. Jetzt werde ich dich mal zum Moderator ernennen. So. Müsste dann mal so eine Bildschirmübertragung oder ein Switch möglicherweise jetzt auch funktionieren. Schauen wir mal, ob das vonstatten geht. Du hast ja gerade festgestellt, ich bin ja zweimal drin. Ne? Das eine ist auf dem Richtig. iPad sozusagen als Backup. Das Das war jetzt gerade die falsche. Du müsstest die andere nehmen. ist kein Problem. Machen wir es nochmal. Passt. Schauen wir, jetzt müsste es eigentlich gehen. Jetzt bist du auch drüben, genau. Wunderbar. So. Jetzt bin ich nochmal gespannt, ob das funktioniert hier mit der Performance. Haben wir gestern schon mal kurz drüber diskutiert, Ja, von der Bildschirmübertragung, ich weil bin ich habe jetzt meine gespannt. volle Auflösung. Und ist die erkennbar? Kommt, also ich sehe es nämlich hier auch auf dem iPad, also sollte eigentlich funktionieren, ne? Sieht So sieht gut es aus. aus. Also dann auch noch mal kurzes Feedback an die Leute, ob ihr das auch seht. Warte mal, jetzt muss ich mal den Bildschirm rüberziehen, damit ich auch den Dirk schön sehe. So, also ich sehe es gut, wenn ihr das bestätigen könnt, jawohl. Ist auch genauso. Das sieht man gut, man sieht auch deine Oberfläche und auch Grigori schreibt richtig,
dass es sehr, sehr gut ist, dass du uns zum Beispiel einfach mal die Vorgehensweise erklärst, wie du rangehst an den Markt, was du sozusagen tätigst. Und wir haben eine Erklärung zum Stereo Trader. Wie bist du dazu gekommen und überhaupt? Aber erstmal deine Markt-Action. Ich meine, die Frage ist, handelst du denn das European Opening eigentlich als solches? Also ich sag mal, gehst du direkt dann, wenn der Kassa-DAX dann scharf geht um 9 Uhr oder handelst du auch schon vorbörslich, wenn der DAX-Future 8 Uhr anläuft? Wie sieht das da aus bei dir, Dirk? Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ja, absolut. Also natürlich nur, wenn ich eine Idee habe, was passieren könnte, ganz klar. Aber ich handle eigentlich sehr, sehr gerne. Also Eröffnung, sei es jetzt die Future-Eröffnung oder Kassa-Eröffnung oder auch Kassa-Schluss und auch generell gerne News. Das hängt ja alles ein bisschen mit zusammen, weil nicht, weil jetzt irgendwie halt, ich sag mal, wie soll ich das sagen, also inwiefern hängt News mit der Eröffnung zusammen? Ganz einfach, man hat klare Bewegungen, ja. Die hat man halt schon. Das geht natürlich alles schnell. Das ist keine Frage, aber und das ist natürlich halt eben auch die Chance. Also gerade jetzt an Tagen wie heute ist es natürlich so, wir werden jetzt wahrscheinlich, also ich vermute es wirklich mal so ein bisschen, bei Kassa hier jetzt irgendwie Bewegung haben, dann möglicherweise gleich nicht mehr. Ne? Und deswegen halt mal gucken, wie sich das darstellt. Und wenn ich jetzt mir hier so das Ganze angucke, man sieht es ja hier, ich bin jetzt hier rechts auf einer Stunde unterwegs, um so ein bisschen größeren Überblick einfach auch zu haben. Und hier wäre jetzt der Handelschart 15 Minuten, wobei kommt da auch drauf an, also von der Zeiteinheit, was wähle ich, hängt einfach so ein bisschen von der Vola ab. Ne? Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel 5 Minuten angucke, nur mal zum Vergleich, hier ist der Spread, weiß nicht, ob man das erkennen kann, da ist der Spread, der ist ja fast so groß wie die Kerzen. Da macht es wenig Sinn, auf 5 Minuten zu handeln. Ach, das dann machst du? Dann wieder mal eine Einheit höher. Ah, du machst, also sag mal, von der Vola abhängig machst du dann auch das Timeframe abhängig. Das ist zum Beispiel auch mal interessant. Ja, klar. Okay. Absolut, ja. Okay. Und hier ist jetzt einfach, also man sieht es ja, dass hier ist, also wenn man sich die Range von gestern anguckt, hier oben, das war halt eine wirklich schöne Geschichte, die hatte ich auch live bei Facebook in der Gruppe, wo ich öfters aktiv bin, auch relativ gut angesagt. Die Nummer da oben mit der 840, die habe ich halt auch schon lange auf dem Schirm. Und das ist natürlich so eine Premium-Geschichte, ja. Also hier, das war die Eröffnungskerze. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und wenn man sowas natürlich sieht, ja, also das ist ja hier quasi Hanging Man, ja, mit Kopf irgendwie am Widerstand, das ist natürlich echt ein schönes Setup. Und man sieht aber hier, ich meine, das ist die Range von gestern, von hier oben bis hier unten hin und wir sind da jetzt mittendrin, ja. Und solange der da jetzt nicht vernünftig ausbricht in irgendeine Richtung, kann es halt echt sein, dass es wirklich nur so ein bisschen Geschiebe wird, ja. Also deswegen muss man jetzt halt mal gucken, ob es jetzt Sinn macht, um 9 Uhr reinzugehen. Das ist die große Frage, ne. Also Wir werden es abwarten, aber solche Inside Days sind ja eh immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wir sind ja, wie du schon sagst, jetzt mitten in der Range von gestern. Da kannst du im Prinzip auch die Münze werfen, wenn du jetzt nicht irgendeine Indikation hast. Ich meine, wir haben heute news-technisch ist ja auch das, was du auch nutzt, sage ich mal, wo du jetzt dann täglich, bevor du an den Desk gehst, mal so screenst, was die Wirtschaftsdaten des Tages machen, oder ist dir das eigentlich dann egal? Also das, was mich interessiert, ist die Uhrzeit, wann es stattfindet eigentlich nur. Also ich handle News ja generell, also der ursprüngliche Plan war ja auch, dass wir ein News Trade Live Event ja machen. Und weil ich halt wirklich News direkt handle, also nichts nach dem Motto, aus News soll man sich raushalten, sondern eigentlich eher im Gegenteil, ich bin bei News immer drin, weil man da einfach die schnellsten und besten Bewegungen hat. Und also von daher, da ist es eigentlich eher so, ich gucke, wann findet was statt und welche Relevanz hat es, also wie viele Sterne, also das ist ja immer typisch immer dargestellt, also irgendwie 1, 2, 3 Sterne und dann weiß ich halt, okay, da kommt wahrscheinlich ein bisschen mehr Bewegung. Aber was ich zum Beispiel nicht mache, ist, ich lese mir jetzt keine Prognosen irgendwie durch, was passieren könnte, weil dann neigt man dazu, irgendwie eine Logik davon abzuleiten und meine Meinung ist ganz klar, es gibt keine Logik bei News. Es bewegt sich was, wenn News kommen, aber es gibt keine Logik. Und die Erklärungen dafür, ich meine, kennen wir alle, hören wir dann nachher irgendwie dann im Fernsehen oder auf irgendwelchen schlauen Seiten, wo dann erklärt wird, warum denn das jetzt passiert ist, ja, aber das hilft einem ja nicht weiter, weil es gibt immer eine Erklärung für jede Bewegungsrichtung. Und deswegen auch jetzt, wenn Zinssatz entscheidet, sind, das ist völlig egal, ja, ich gucke mir das Ergebnis nicht an und auch nicht die Prognose, also sondern ich baue dann tatsächlich einfach nur auf die Fortsetzung vom Chartbild und gucke mir eben die Uhrzeit an und das war es eigentlich schon, ne.
Ja, hervorragend. Also wie gesagt, da hat jeder seine Herangehensweise. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich bei News eigentlich zurückhalte. Und da bist du das ganze Gegenteil, weil eben natürlich in Anführungszeichen auch Wolle garantiert und nur die Bewegung Ja. verschafft uns ja auch Profit. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der sagt, gerade wenn du Bewegung suchst, dann hast du die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das bei News passiert. Wir haben da heute Ja, klar. 14:30 gleich mal im Vorfeld auf jeden Fall Philly Fed Index aus den USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wie jeden Donnerstag. Aber der Philly Fed, das könnte 14:30, gibt es noch mobile Daten dazu. Also 14:30 geht vielleicht was. Wir sind ja 14:15 wieder on air für alle Teilnehmer, dass ihr Bescheid wisst. Wir machen ja die European Session und jetzt dann ab 14:15 bis 16:15, roundabout 2 Stunden, vielleicht auch ein bisschen länger, kommt drauf an, dann auf jeden Fall die US-Session. Und ja, da haben wir praktisch dann genau die Möglichkeit, hier vor den News sozusagen uns mal zu positionieren, zu schauen, was der Dow Jones oder der DAX machen. Das ist auf jeden Fall spannend. Ansonsten jetzt am Vormittag sieht es newstechnisch ein bisschen arm aus. Vielleicht wird der Markt ja charttechnisch getrieben. Achtest du selbst so auch auf Charttechnik? Das wäre jetzt mal so eine Frage in den Raum für an dich. Also Naja, guckst du auf also Formationen und sowas? ja, klar, natürlich. Also Formationen, also eigentlich, also allen voran ist bei mir wirklich die Markttechnik, ne? Also wobei ich da halt auch so ein bisschen eigene Vorgehensweise habe, glaube ich. Zumindest mal, wenn ich meine Ansätze so mit dem vergleiche, was die meisten halt machen. Und das natürlich, klar. Also ich kann es ja nicht komplett ignorieren und jetzt sagen, okay, das und das sind meine Marken, die handle ich, sondern es muss natürlich auch irgendwo das ganze Bild ergeben. Also kann ich ja vielleicht mal kurz dazu was sagen, wie ich das hier sehe, zum Beispiel jetzt auf einer Stunde hier im rechten Chart, Klar, machen wir. ist es halt genau so. Also wir sind short, ja, also ganz klar. Also auch wenn wir jetzt hier jetzt irgendwie eine Aufwärtsbewegung haben, die ziemlich heftig ist, aber wenn man sich das mal anguckt, ich meine, was ist passiert? Ja, wenn man jetzt hier oben einfach mal anfängt, ich lasse den linken Teil hier mal weg, gedanklich, hier oben angefangen, haben wir Willst du halt hier den eine Schritt mal relativ größer klare. machen? Kannst du den aufs ganze Bild ziehen? Also, dass Kann der ich. DAX komplett. Genau das. Das wäre. Ja, So. guck mal, das sieht ja schön aus. So, aber hier gibt es jetzt keine Chartlinien, wie man sieht, also irgendwelche Trendlinien oder sowas, das handle ich eigentlich überhaupt nicht. Sondern versuche halt hier wirklich mir nur so die Wellenbewegung, ja, halt raus hier anzugucken. Und hier haben wir zum Beispiel halt jetzt also mal hier angefangen, wir haben eine relativ klare Abwärtsbewegung. Ja, also hier die Aufwärtsbewegung, die davor lag, wurde deutlich gebrochen. Dann haben wir hier eine Korrektur. Mehr ist eigentlich nicht passiert bis in dem Bereich. Und er hätte normalerweise diesen Bereich hier, ja, den hätte er ja brechen müssen, um die Abwärtsbewegung dann halt eben letzten Endes auch sozusagen auszulöschen. Und deswegen, was wir jetzt haben, ist eigentlich nach wie vor Short. Solange der halt hier nicht oben drüber schließt, über diesen Bereich, ja, also ich hole mal eben, ich mache mal hier eine Linie. Also das wäre so der Bereich, immer ein bisschen dicker. Was ist das überhaupt für eine graue Linie, die sich da so reinschleicht und untergeordnet unter der gestrichelten, die gerade reingezeichnet hast, die da im Das Chart sitzt? sind die 100er Marken, sind das. Die werden Ah, automatisch Round angezeigt. Numbers, sehr schön. Und genau. So, jetzt mach das hier ein bisschen dicker. So, also das wäre der Bereich, den müsst ihr erstmal überbieten. Das sieht man ja ganz klar. Also wir haben hier eine Korrektur, das sind auch ungefähr irgendwie, ja, Pi mal Daumen, 70%, etwa 80%. Also jetzt fibotechnisch nicht unbedingt passend, aber nichtsdestotrotz. Man sieht ja hier, ja, das ist nicht gebrochen und sollte eigentlich jetzt auch nach unten fallen. Ja? Also das wäre jetzt zumindest eine Reaktion, die würde Sinn machen, wenn wir jetzt, wenn Kassa eröffnet. Und hier gibt es auch, es geht schon los, und hier gibt es auch so ein paar Bereiche. Also ich handle, ich höre hier ein bisschen mein Echo. Ich muss gucken, Okay, was. eigentlich kann also geht gut. Nee, alles gut so. Und ich habe schon relativ klare Marken. Also ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen oder Handelsmarken und Chartmarken. So Chartmarken ist, also ich glaube, den Begriff kennt man noch gar nicht. Ich glaube, das ist eine Erfindung von mir. Ich bin immer so der Meinung, also dass die großen Händler, die handeln nicht diagonal, sondern eher vertikal. Und das, was im Chart sich nachher darstellt, also diese Chartlinien und so weiter, das ist ja eben das, was sich aus dem Handel ergibt und ja nicht umgekehrt. Und deswegen versuche ich natürlich irgendwo zum Beispiel Volumen auszumachen an bestimmten Stellen, wobei ich natürlich hier im CFD natürlich nur Tickvolumen habe, klar, aber man sieht es ja anhand der Bewegung, da ist viel passiert und da ist nicht viel passiert. Und versuche die dann natürlich auch so in Kontext zu stellen. Das sieht man auch hier zum Beispiel, habe hier dann diverse Fibos, die halt clustern, die mit zusammenhängen. Und handle dann auch wirklich nur diese Marken, die sich aus solchen Fibos ergeben. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, ja. Mal gucken, ich überlege jetzt wirklich hier, ob man nicht irgendwie echt einen Short Stop hier macht mit einer kleinen Position zur Eröffnung.
Also du arbeitest auch Das gern mit Fibo, ohne dich jetzt in deiner taktischen ja. Überlegung sozusagen zu verunsichern. Du arbeitest also auch durchaus gern mit Fibo, sagst du. Absolut, ja. Ich bin ein großer Fibo-Verfechter. Also ich finde es auch immer ganz lustig, wenn ich dann irgendwo lese, es gibt ja Leute, die sind der Meinung, Fibos funktionieren nicht. Also ich habe halt wirklich mit Fibos schon Punkte, also Marken, wirklich tickgenau vorhergesagt, Wochen im Voraus, die davor noch in keinem Chartbild zu sehen waren. Und das ist halt, also bei mir rührt das ganze Ding jetzt, ohne hier das ganze Setup offen zu legen, das fängt an im Mai letzten Jahres, vor dem Brexit. So alt ist die Geschichte schon. Und daraus leite ich letzten Endes alle Sachen ab, wie zum Beispiel auch diese 840 hier oben. Ich meine, es ist natürlich für diejenigen, die mich nicht kennen, die hier dabei sind, ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber ich habe zum Beispiel die 840 als Shortmarke schon im Dezember vorausgesagt. Und die hängt tatsächlich alles immer noch, hängt die ganze Geschichte mit dem Brexit zusammen. Und diese Marken sind wirklich per Fibonacci bestimmt, komplett, ja. Und das funktioniert. Also ich glaube halt nur, dass halt viele auch Fibos so ein bisschen falsch anwenden. Und weil so diese klassische Art und Weise, ja, vom Hoch zum Tief und dazwischen gibt es die Fibo-Punkte, das passt halt schon mal. Gar keine Frage. Also gerade wenn man jetzt irgendwie Aufwärtsbewegung hat, ja, und hat dann irgendwie der 61,8er Korrektur und nimmt dann ab dort wieder Long auf, das sind meistens schöne Trades. Das ist so eine Geschichte, die funktioniert mit Fibos gut. Aber halt, es ist halt, man kann aber nicht pauschal sagen, ja, dass man Fibos irgendwie einfach nur vom Hoch zum Tief anlegt und dazwischen muss dann alles funktionieren. Und da gehe ich halt schon ein bisschen anders ran. Also ich mal gucken, ob ich das hier auch irgendwie mal vorführen kann. Hängt aber jetzt so ein bisschen davon ab, was da jetzt erstmal gleich passiert. Und dann würde ich das vielleicht mal versuchen zu zeigen, wie ich da halt rangehe. Weil ich versuche eigentlich, um das vielleicht mal kurz zu beschreiben, weil hier besteht jetzt gerade auch kein Handlungsbedarf, so wie ich das sehe. Ich versuche halt vorher zu erkennen, wie die Fibos nachher aussehen sollen. Also wenn man Fibos ja anlegt auf ein fertiges Chartbild, da gibt es ja alles immer Sinn. Ja? Also es ist ja auch ganz einfach, im Nachhinein am Ja, fertigen Chartbild was zu erklären. das ist klar. Und deswegen versuche ich da halt eher vorher halt schon zu erkennen, okay, wie passt es nachher zusammen? Und das heißt, die Fibos dann auch gerne mal ein bisschen in der Gegend rumziehe und mal gucke, wie ergibt sich ein Bild, das nachher vollständig so sein könnte. Und das funktioniert schon recht oft. Also. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich viel Theorie, das muss man wirklich mal in der Praxis zeigen, um dann halt mal zu sehen, beziehungsweise, also ich kann es jetzt für heute natürlich nicht sagen, ob wir so ein Bild heute kriegen, aber versuchen werde ich es auf jeden Fall mal. So, wir sehen jetzt hier, ich gehe mal kurz hier auf den Markt ein. Ja, es ist sehr überschaubar, was jetzt hier gerade passiert. Kasseneröffnung ist ja gerade, also hier oben ist auch was ganz Schlaues, nämlich eine Uhr. Ah ja. Und hier kurz mal den Future Close angetestet von gestern. Wir haben auch noch irgendwo ein Kassa-Gap. Moment, ich kann mal hier gucken, das kann ich mal hier einblenden, genau. Also hier oben, also hier sind auch solche Geschichten, die sind im StereoTrader mit dabei. Das heißt, ich sehe sofort zum Beispiel verschiedene Marken. Hier unten ist jetzt auch so ein Plugin noch drin, das gehört auch dazu. Da kann ich mir zum Beispiel auch die Open Range anzeigen. Ja? Jetzt hier nur mal zum Beispiel. Oder halt eben Vorwochen-Fibos, Pivots und so weiter und so fort. Und jetzt sieht man halt hier schön, wir sind momentan aktuell in der Open Range. Einfach von 8 bis 9 Uhr jetzt erstmal. Ist hier an den Future-Schluss von gestern angestoßen. Und da oben haben wir halt noch ein Gap. Ja, das ist hier das Kassa-Schluss-Gap, knapp an der 800. Und das ist natürlich so eine Geschichte, die wird er schon gerne machen. Weil einfach aus dem Grund, ich meine, es gibt Marktteilnehmer, ja, die haben da halt oben ihre Orders noch irgendwie liegen. Und deswegen funktionieren halt Gaps natürlich halt schon, oder deswegen haben die eine gewisse Anziehungskraft. Und es wäre jetzt schon plausibel, dass er das jetzt erstmal zumacht und dann muss man halt mal gucken, was passiert. Und jetzt mal rein von der Markttechnik, hier oben ist der Bereich, wo er durch muss, ja, also über der 808. Das heißt, ich vermute mal, dass er hier ein Stück weit drüber geht jetzt gleich und dann da oben erstmal eine Runde reagiert. Mal gucken, wie er mit dem Gap jetzt umgeht. Da könnte man jetzt tatsächlich mal einen Short versuchen. Ich mache jetzt erstmal hier mit einer ganz kleinen Size, um mal ein bisschen Gefühl für den Markt auch zu kriegen. Leg mir hier oben eine Limit-Pullback-Order rein, also hier direkt ans Gap. Hier mit einem Klick hat man gesehen. Und vielleicht kriegen wir jetzt auch den Effekt, dass man gleich mal sieht, was der StereoTrader kann. Also wenn er jetzt da oben drüber läuft, ja, ich habe jetzt hier noch keinen Stop-Loss aktiviert. Das werde ich gleich machen. Und wenn der jetzt hier zum Beispiel einfach 20 Punkte drüber läuft und dann wird die Order erst im Rücklauf gefillt. Ja, das heißt, die kann also nicht einfach so überrannt werden. Und das ist eigentlich ganz nett eben auch. Also beziehungsweise verschafft einfach einen Vorteil. Wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Squeeze käme, ja,
würde halt einfach nichts passieren. Und der würde die Order jetzt dann tatsächlich dann mit hochziehen. Und mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie kriegen. Also wie gesagt, hier erstmal kleine Size. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Na, zumindest haben wir ja mal Bewegung jetzt. Das ist ja schon mal ganz schön eigentlich, genau, dass der Markt jetzt nicht einschläft nach dem Kassa-Opening. Solange wir da mal warten, Dirk, du arbeitest ja auch mit Thorsten zusammen, das hat der Grigori gerade schon festgestellt, und Hans-Joachim fragt auch, ob der Stereo Trader, ist der das gleiche Plugin wie vom Thorsten oder ist das was anderes? Das gleiche was von Thorsten? Das gleiche Plugin? Plugin? Nee, wie? Plugin. Also hier unten, das ist SDX oder wie? Nee, generell dein Stereo Trader. Achso, der Stereo Trader. Der ist fast identisch. Also hier die, das hier ist die Classic Edition, der Thorsten, also Thorsten Helbig hat ja eine eigene Edition und die ist vom Funktionsumfang, ich sag mal, zu 90% identisch. Die Classic Edition ist ein bisschen teurer, kann aber halt auch dafür nochmal ein bisschen mehr. Und also gerade im Punkt des Scalping und so weiter. Und aber vom, ja, vom Gro her ist es halt wirklich identisch eigentlich, die Geschichte. Okay. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Dann sind die Fragen da schon beantwortet auf jeden Fall in der Hinsicht. Genau, Stereo Trader. Genau, Vorgehensweise Setup. Und jetzt hast du ja praktisch gerade schon gesprochen, wenn der Markt da drüber geht, hast du ja auch eine eigene Bezeichnung, ich hatte es vorher noch nie gehört, das ist die Pullback Order, richtig? Genau, richtig. Limit Pullback Order ist tatsächlich eine Erfindung von mir, glaube ich. Ja, ich habe es vorher nicht gehört, und, muss ich zugeben. Ja, und ja, ich bin gespannt, wann die anderen nachziehen und dann auch festgestellt haben, dass das eigentlich eine gute Sache ist. Aber das sind genau die Geschichten, ja, da kommt man, glaube ich, echt nur drauf, wenn man selber handelt. Also das ist so, weil ich immer so gesagt habe, so, das kann doch nicht sein, dass eine Software das nicht kann. Ja, also der Markt bewegt sich doch und gerade Limit Orders sind doch echt gefährlich. Also bei, wie oft hat man erlebt zum Beispiel, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in einer 20-Tage-Linie irgendwie eine Limit Order setzt und das sind ja so, genau das sind ja so Sachen, die sieht ja jeder Marktteilnehmer, ja. Und was passiert, ich habe es auch schon erlebt, da ist halt wirklich, ist schon ein bisschen länger her, auch irgendwie 20-Tage-Linie seit langem nochmal irgendwie angelaufen. Und was macht der DAX? Rennt einfach 90 Punkte drüber in 3 Sekunden. Und das war halt so ein Monster-Peak, ja. Also, und wenn man da eine Limit-Order hat, dann ist man einfach nur verloren. Und es war damals tatsächlich so, ich erzähle das immer wieder gern, weil es halt echt einfach ein schöner Trade auch war. Ich habe damals auch, ich war short positioniert, ich wurde zum Erreichen der 20-Tage-Linie und gleichzeitig habe ich eine Long-Order als Limit-Pullback mit Drehung. Das heißt, ich kann die Order hier zum Beispiel auch so definieren, dass er mir die andere Positionsrichtung dreht. Also wäre ich jetzt hier zum Beispiel Long, ja, dann könnte ich den auch so einstellen, dass er mir die Long schließt und dann erst die Short aufmacht. Und wenn man dann sowas hat, wo wirklich dann so ein Riesen-Squeeze da drüber läuft, dann hat man natürlich gleich den doppelten Vorteil, weil die Short, also die Gegenorder, wird später geschlossen und die neue Order entsprechend später gefüllt. Und so habe ich damals bei dieser Geschichte mit der 20-Tage-Linie wirklich innerhalb von ein paar Sekunden da über 100 Punkte extra rausgeholt. Ja, also nur mit dieser Orderart. Und während natürlich alle anderen, die das nicht haben und dann eine normale Limit-Order hatten, die sind natürlich einfach nur gefressen und geslippt worden. Ne? Ganz klar. Und das ist natürlich das Gefährliche bei Limit Orders ja generell, dass der einfach drüber schießen kann. Und gerade an so markanten Stellen, wie zum Beispiel eben auch hier das, der Kassaschluss von gestern, der wird auch gerne mal irgendwie 20 Punkte überrannt oder auch Tagestief zum Beispiel. Also es gibt ja so einfache Regeln am Tageshoch Short, am Tagestief Long und typisch für einen DAX, ja, das Tagestief irgendwie anlaufen und dann einfach mal 20 Punkte nach unten spucken. Das macht er halt schon ganz gerne. Ne? Und dann hat man natürlich mit so einer Sache dann halt schon einen ganz klaren Vorteil, dass man einfach weniger Risiko hat. Ne? Ja, das macht Sinn. Und das sind echt so Geschichten, wo ich halt echt glaube, da kommt man wirklich nur drauf, wenn man selbst halt eben auch intensiv handelt und sich jeden Tag den Markt anguckt und jeder, der den DAX oder was auch immer, welchen Wert mal ein paar tausend Stunden gesehen hat, der kennt die ganzen Tricksereien, oder was heißt Tricksereien? Ja, die ganzen Zickereien eigentlich, muss man eher sagen, vom DAX. Ich sage immer, DAX ist ein Mädchen. Zickt immer. Also. Oi. Wir haben auch Damen zu Gast, Dirk, ne? Ja, also. Es gibt ja auch Männer, die zicken. Ja, das ist, Entschuldigung. Um Gottes Willen. Nein, ich denke mal, die Damen der Teilnehmer sind auch gar nicht so wenig, wenn ich das mal grob überblicke. Die können sie schon damit leben, weil der Tradingmarkt ist natürlich auch ein Markt. Man spricht vom Haifischbecken oder was auch immer. Letztlich der DAX selber, ich halte es immer für ein wildes Tierchen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den DAX in meinem Leben jetzt noch nicht wirklich so viel gehandelt, immer mal wieder. Ja, aber ich halte den auch schon für sehr anspruchsvoll.
der hier da den DAX eben tradet. Und ich weiß aber auch aus Erfahrung, deswegen freue ich mich auch, dass so viele Teilnehmer hier da sind, dass es ja auch das beliebteste Underlying schlechthin ist, wenngleich ich meine auch eins der herausforderndsten, um da wirklich nochmal festzustellen, dass man sich da auch was rausschneiden kann. Aber ich meine, es gibt eben auch eine gute Wolla, selbst wenn wir jetzt nur 109 Punkte im Schnitt der letzten 10 Tage haben. Der DAX bewegt sich aber eben auch seine 100, 200 Punkte und im Schnitt halt. Und da gibt es halt immer was rauszuschneiden. Und das machst du mit deinem Software-Tool ja doch ganz gut. Jetzt wartest du erstmal ab oder hast du noch eine Trade-Idee, wenn er jetzt nicht oben rausgeht? Oder besser gesagt, dahin Ja, läuft? nö, der sollte das schon versuchen. Also momentan, also was heißt Idee? Idee habe ich viele, ja. Also aber was er dann davon macht, das ist halt nochmal die andere Geschichte. Ja. Also ich halte nur so eine Sache hier für relativ ungefährlich. Ich meine, klar, um die Ohren fliegen kann mir das hier trotzdem, ne? Gar keine Frage. Aber wir sind hier in der Abwärtsbewegung und die muss er erstmal brechen. Und das geschieht normalerweise nicht ohne Gegenwehr. Und das sieht man hier auch, ja. Also es drückt ja hier immer nach unten und deswegen, das ist schon gut möglich, dass er das hier jetzt versucht, aber dass der da oben wehrlos durchgeht, das glaube ich nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, um das da oben eben mal zu versuchen. Und weil da bin ich halt zumindest noch aus meiner Sicht in der übergeordneten Trendrichtung, also zumindest mal seit gestern, ja. Ich meine, mit Trends ist ja auch immer so eine Geschichte. Man braucht ja irgendwo einen Timeframe, an dem man sich orientiert. Also wenn ich jetzt hier auf eine Minute gucken würde, wäre ich jetzt ganz klar long. Ja, brauche ich gar nicht umzuschalten. 5 Minuten auch. Seit gestern sind wir aber short. Und wenn ich insgesamt 25 Jahre zurückgucke, da ist alles long. Ja, also von daher muss man, das ist halt immer so die Frage des Horizonts. Das Ja, ist aber gut, dass du also es gerade sagst. Entschuldige, dass ich schon wieder reinkrätsche, Dirk. Wenn dir es zu nö. viel ist, dann sagst. Aber der Punkt ist, fällt mir gerade ein, achtest du da, also du nimmst dir das Timeframe, was du tradest und du guckst jetzt nicht auf Multi-Timeframe und wie du schon sagst, jetzt die Kleinzeitebenen gehen aufgrund der Kerze jetzt hier alle long oder sind long und die größeren sind eben short. Multi-Timeframe-mäßig, ist dir das dann wurscht, ob was von unten oder oben kommt oder was gewichtest du dann in dem Fall jetzt speziell über? Also wo du sagst, da legst du eher deinen Fokus drauf, auf die So, ne, jetzt Kurse. haben wir es gesehen. Jetzt ja. So, ne, es ist halt mit hochgezogen worden, haben wir gerade schön gesehen. So, jetzt muss ich trotzdem mal hier ein Stop-Loss an Start bringen. So, das heißt, die Order lag ja hier bei, wo sind wir jetzt gefilmt worden? Gerade mal gucken. Bei 804. So, und die lag bei 800. So, und das heißt, hier haben wir jetzt ein bisschen was gewonnen. Wie gesagt, der kann jetzt natürlich trotzdem oben durchrauschen, gar keine Frage. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier direkt schon mal 4 Punkte gewonnen. Und hätte ich jetzt eine normale Limit-Order gehabt, dann würde ich hier unten liegen. Entsprechend habe ich jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Spannweite, also beziehungsweise ein bisschen geringeres Risiko hier mit meinen 4 Punkten. Und er versucht jetzt hier nachhaltig durchzugehen. Sieht man auch hier schön an der Linie, die ich vorhin gezeichnet habe. Aber das war jetzt genau der Vorteil. So, jetzt hänge ich nämlich hier nur irgendwie 2 Punkte hinten. Normalerweise würde ich jetzt hier 5 Punkte, 6 Punkte hinten hängen. Das ging jetzt Und so das ist schnell. genau der Der hat ja einen Effekt. Pullback Ja gemacht klar, das in ging. der Bewegung. Das habe ich gar nicht gesehen. Der ist durchgeschossen, Genau. kleiner Pullback und dann hat es gefüllt. Genau, richtig. Also ich kann das hier auch zeigen von, hier wird es angezeigt, also 4 Punkte besser waren wir jetzt hier. Ne? Hier unten steht es ganz klein und das wird hier statistisch eben erfasst. Also 4 Punkte besser gefüllt. So, und dann kann man sich ausrechnen, wenn man das mit einer normalen Size macht, so eine Geschichte, also als Beispiel mit irgendwie 10 Euro pro Punkt, dann waren es einfach jetzt schon mal 40 Euro. Ja? Und die man hier einfach gespart hat oder jetzt eben besser rauskommt oder wie auch immer. Ich warte jetzt auch mal kurz hier ab. Also die Reaktion ist ja ganz deutlich hier in dem Bereich. Das Kassa Gap ist jetzt auch zu. Und ein bisschen was gebe ich ihm jetzt hier mal an Zeit auch. Mal gucken, wie sieht er auf 5 Minuten aus. Ja, auf 1 Minute haben wir hier einen kleinen Rücklauf und im Zweifelsfall gehe ich da eben raus. Der Euro macht hier schöne Sachen eben an, Der sehe ich zieht schön gerade. nach Das oben könnte raus, ja. natürlich jetzt, ja, das könnte jetzt natürlich schon ein bisschen helfen, Handelst den du den DAX da Euro oben. auch dahingehend? Also das Tool ist ja adaptierbar für Forex wie CFD, oder? Genau, richtig. Also klar, ich handle auch den Euro, sicher. Dann nur den Euro oder auch Pfund zum Beispiel? Nee, eigentlich nur Euro. Also ich bin nicht so der Forex-Händler, zugegebenermaßen. So, jetzt geht er da oben raus, das macht aber nichts. Müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Also so ein Impuls ist natürlich immer ein bisschen schwer. Ne? Ich meine, ich wäre hier rausgekommen irgendwie mit 2 Punkten. Ich würde den aber glatt hier, glaube ich, nochmal reingeben. Wo waren wir denn hier oben bei 8, kann mal gucken, 8,13, 8,08 ist hier die Kante.
So, ist natürlich hier im Impuls ein bisschen schwer, hat auch hier genau aufgesetzt darauf. Komm, den geben wir nochmal rein. Okay, da bist du aber, sag ich mal, jetzt auch aggressiv und genug und sagst einfach, okay, das ist jetzt, das Setup steht weiter, jetzt gerade ein Phishing sozusagen, ein Ja, tolerierbares Phishing, es kommt was heißt, vor. ja gut, was heißt Phishing, ne? Also ich meine, trotzdem, ich meine, das Risiko begrenzen ist ja trotzdem wichtig. Hätte ja sein Absolut. können, dass er jetzt hier 50 Punkte durchläuft, ja, das muss ich mir Absolut. nicht angucken. So, aber Absolut. generell die Idee steht ja. Also nur weil der mich jetzt hier oben rausgeworfen hat, ist die Geschichte ja nicht gestorben. Und nur eben, um sich vor sowas zu schützen, deswegen bin ich auch der Meinung, ist ein Stop-Loss auch unverzichtbar, weil aus eigener Erfahrung, jedes Mal, wenn ich ihn nicht gemacht habe, ja, dann ist anschließend irgendwie kam der größte Squeeze aller Zeiten und hat mich dann halt in die falsche Richtung mitgezogen. Also das muss natürlich nicht sein, ne? Ganz klar. Wieder in die Realität geholt. Deswegen Stop-Loss, das ist ja auch was, du hast ihn zwar jetzt erst nachträglich, aber das Tool selber kann es auch integrieren sozusagen, oder? Also das heißt, dass du Ja, mit sicher. Order-Aufgabe gleich den Stop hast. Ja, hat er hier jetzt ja gemacht, ne? In Beim dem Fall, zweiten genau. Mal. Ich Aber hatte ihn beim ja ersten Mal Anfang meine ich. ausgeschaltet. Genau. Ich bin auch jetzt von der Size, ne? Ich bin jetzt hier überschaubar, ne? Also das ist jetzt auch erstmal, um so ein bisschen Gefühl für den Markt zu kriegen. Deswegen muss man da auch nicht unbedingt gleich mit der größten Size da reingehen, sondern kann sich da erst auch mal vorsichtig rantasten, ja. Und jetzt sieht man ja hier, also die Idee ist ja grundsätzlich richtig hier. Also dass wir hier eine entsprechende Gegenbewegung haben und dass der da nicht einfach drüber läuft, ja. Und es macht ja auch Sinn, klar, weil es ist nun mal Short seit gestern und Long ist erst, wenn hier oben wirklich vernünftig drüber geschlossen wird. Dann ist die Geschichte Long. So, aber vorher nicht. Und deswegen wäre es eigentlich sinniger, wenn er jetzt halt wirklich hier runterläuft, ja, also auch mal rein nach den Regeln der Markttechnik, ja, ist es so, die Geschichte, ich mache die nochmal ein bisschen größer, er muss ja erstmal hier oberhalb schließen auch, ja, also ich bräuchte ein Close oberhalb von diesem Bereich auf einer Stunde. Eine Stunde hat jetzt noch eine Menge Zeit, nämlich 45 Minuten. Und deswegen, das macht überhaupt nichts, wenn da oben halt so ein riesen Doch drin ist. Solange der halt hier nicht drüber schließt, ist das nicht gebrochen. Ja, also das sind so einfache Markttechnikregeln. Ja. Und Du. deswegen kann der jetzt hier ruhig ein bisschen rumeiern und da sein Glück versuchen. Und deswegen ist das auch relativ ungefährlich. Sonst wäre ich hier schon rausgekommen mit 10 Punkten. Hat hier aufgesetzt. Ich habe hier halt auch diverse Moving Averages, wie man sieht. Nicht, weil ich die handle, aber ich weiß, es gibt natürlich auch Teilnehmer, die handeln die und man hat schon immer Reaktionen an den Moving Averages und dann, das sind natürlich auch so Punkte, da geht man dann im Zweifelsfall dann halt eben raus, wenn es irgendwie nicht vernünftig Das ist. ist jetzt ein guter Punkt, Dirk, weil es kamen jetzt einige Fragen. Lass mich gerade mit der beginnen, mit dem rauskommen. Da ist nämlich, wo wäre bei den Shorts der Stop, Quatsch, der Take Profit, fragte Andreas. Also eigentlich, wenn das eine Position ist, das wäre eigentlich eine Position, um laufen zu lassen. Ja? Also eigentlich sind wir hier unten. Ja? Und das heißt, also jetzt kein Scalp hier. Also den kann man jetzt natürlich im ersten Impuls scalpen. Ja? Den könnte ich jetzt mitnehmen. Dann hätte ich jetzt erstmal 6 Punkte in der Tasche. Aber die Überlegung ist ja eigentlich schon die, dass er nochmal halt hier weiter runtergeht. Ne? Dass er hier an der Stelle, letzten Endes, wo die Eröffnung war, dass die zumindest mal getestet wird. Und weil wie gesagt, das ist hier Stundenkerze. Ne? Das heißt, die hat echt noch viel Zeit. Da kann jetzt schon noch viel passieren. Kann natürlich jetzt trotzdem oben durchrauschen. Dann Alles. ist es halt so. Ja? Ganz genau, Aber ganz genau. wie ich halt vorhin erklärt habe, ne? Von der Betrachtungsweise rein aus Sicht der Markttechnik ist der Trend dann gebrochen, wenn hier oben ein Close steht. Das heißt, der müsste hier erstmal jetzt noch deutlich drüber oder müsste es jetzt hier wirklich noch 40 Minuten in dem Bereich hier aufhalten, um darüber schließen zu können. Aber man sieht ja auch deutlich, es geht ja um den Bereich. Deswegen haben wir hier auch die Reaktion. Und da kommen wir gleich Und zur nächsten Frage. Woher kommt der Widerstand bei 11.808? Vom Robert. genau, das zeige ich nochmal. Also hier gedanklich angefangen, Abwärtsbewegung. Ja, so. Und dann haben wir hier die Aufwärtsbewegung, die ist bis dahin gelaufen. Und das ist ja nur korrektiv. Hier von dieser Abwärtsbewegung. Das heißt, wir haben hier nur eine Korrektur. Wir haben keinen Longtrend an der Stelle. Und Longtrend wäre es erst dann, also ein richtiger Longtrend, wenn wir hier oben irgendwo stehen. Wenn da oben irgendwo geschlossen wird, dann wäre es Longtrend. Aber so haben wir hier einfach nur eine Abwärtswelle, eine Aufwärtswelle. Und solange der hier nicht drüber geht, also der Bereich, ja, das ist jetzt, muss ich zugeben, Pi mal Daumen. Ja, also ich habe jetzt hier nur mal die Peaks genommen, hier bei 808. Das sieht man ja, ne? Da kommt ja hier einiges zusammen, wo er des Öfteren reagiert hat. Und das kann man an der Stelle wirklich nicht punktgenau nehmen, glaube ich.
Und daher halt eben jetzt auch dieser Einstieg. Ne? Also ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, weil, wie gesagt, ein Longtrend ist es wirklich erst dann, wenn er hier oben hingeht. Dann ist es ein Longtrend. Und ein Bruch von dem Abwärtstrend nach Markttechnik ist es dann, wenn er hier oberhalb schließt. Weil dann haben wir hier ein neues Hoch, was wir auch noch nicht haben, und eben einen höheren Schlusskurs. Und dann wäre der Abwärtstrend erst in Gefahr. Und solange das eben nicht der Fall ist, kann man da halt auch relativ stressfrei dagegen halten. Ja, also die Frage, da sagt der Robert, danke. Ottmar an dieser Stelle, wir zeichnen das auf jeden Fall auf. Das kannst du dir auf unserem YouTube-Channel gerne im Nachgang nochmal anschauen, was der Dirk hier zum Besten gibt, jetzt wie am Nachmittag. Ansonsten noch vielleicht nebenbei, dass du, also das hast du gut erklärt, ich denke, das war auch für andere noch nachvollziehbar. Das ist auf jeden Fall der Stundenchart rechts. Da siehst du oben auch den DE30, das ist der DAX H1. H1 steht für Hour, also One Hour sozusagen. Und das ist praktisch der Stundenchart, wo der Dirk jetzt hier auf der rechten Seite hat. In der Mitte siehst du oben M5, den DAX, und das ist dann praktisch Timeframe, 5-Minuten-Chart pro Periode oder Candle in dem Zusammenhang. Was haben wir hier noch gehabt? Der Stop-Loss, setzt du den pauschal oder ist der fix? Machst du den abhängig von der Volatilität? Schaust du auf sowas wie ATR oder wie machst du den Stop abhängig? Ist noch ein Punkt? Ja klar, also ich arbeite auch oft mit Stops, die noch wesentlich kleiner sind. Und natürlich, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wo will man hin, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie nur 5 Punkte scalpen will, und dann reichen auch 5 Punkte Stop-Loss, sollten auch reichen. Und andererseits, wenn man natürlich dann irgendwie eine größere Strecke haben will, dann muss man halt eventuell auch schon mal ein bisschen mehr Luft einplanen. Und ich versuche natürlich immer, den Entry so knapp wie möglich halt zu erwischen, weil klar, je geringer ich den Stop setzen kann, umso geringer logischerweise mein Risiko, beziehungsweise andersrum, umso höher kann ich natürlich dann auch die Positionsgröße wählen. Weil wenn ich es schaffe, natürlich irgendwie einen Entry punktgenau zu kriegen, was jetzt hier nicht der Fall ist, ja, und da kann ich auch eine ganz andere Positionsgröße dann halt nehmen, ganz klar. Aber man muss es natürlich mit der, also allen voran, ich denke, es ist so eine Kombination, also A, aus dem, wo will ich hin. Weil ich sag mal so, dieses Ding mit 10 Punkten, das ist jetzt hier nur voreingestellt, das ist so ein Standard, aber halt mit, ich sag mal, mit 10 Punkten irgendwie 100 Punkte laufen lassen, das wird in den meisten Fällen nicht gelingen. Und weil ganz einfach mal so rein mathematisch ist es ja nun mal so, je besser mein CAV, also CAV, ich denke mal, das dürften ja halt die meisten hier auch wissen, die zuhören, ist ja nichts anderes als das Verhältnis von Stop-Loss zu Take-Profit, also Chance-Gewinn-Verhältnis. Und man sagt immer, man soll irgendwie ein positives CAV haben, oder besser gesagt, der Take-Profit soll höher sein als der Stop-Loss. Das ist alles gut und schön. Mathematisch ist es nur leider genau so, dass je besser mein CAV ist, desto schlechter ist meine Trefferquote. Ganz klar. Weil einfach von der mathematischen Wahrscheinlichkeit. Ja, wenn man jetzt mal irgendwie sämtliche Glaskugelprinzipien da mal außen vor lässt und mal ausgeht davon oder einfach mal unterstellt, dass jeder Kurs sich chaotisch bewegt. Ja? Also ob das jetzt so ist oder nicht, möchte ich gar nicht sagen. Also darum geht es nicht. Aber ganz klar, wenn sich ein Kurs zufällig auf und ab bewegt, ist natürlich die Chance oder es ist mathematisch, statistisch einfach so, dass das Ziel als erster getroffen wird, was am nächsten liegt. So. Und wenn der Stop-Loss halt näher liegt als der Take-Profit, wird der Stop-Loss auch eher getroffen, ganz klar. Und das sind so die Sachen, die muss man natürlich dann halt hier immer irgendwo mit einbeziehen. Deswegen, um da nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wie lege ich das fest? Hauptsächlich an dem, wo ich hin will, ganz klar. Ja. Und deswegen jetzt hier in dem Bereich hätte ich jetzt tatsächlich auch noch ein positives CAV, also wenn ich jetzt hier den Take-Profit als Beispiel runterziehe und sage, ich will hier zur Eröffnungsmarke, und dann sieht man ja ganz deutlich die Spanne, das wird hier übrigens auch angezeigt, und wenn ich stelle das hier eben mal um, dann sieht man das nämlich auch so ein bisschen, dann gibt es den auch auf Deutsch, den Stereotrader, und da war auch eine Frage, gibt es da auch ein Handbuch zu? Den gibt es nicht auf Deutsch, aber es gibt diverse Videos auf Deutsch. Also ein Handbuch, klar, gibt es aber eben leider auch nur, was heißt leider, in Englisch. Also es ist ja jetzt nichts Kompliziertes. Also was ich auf jeden Fall mal machen werde, ist mal hier ein vernünftiges Einführungsvideo, das wurde irgendwie schon öfters mal gefragt, dazu, damit man da auch als Anfänger leichter mit klarkommt. Aber ich glaube, halt jeder, der das Ding hier verwendet, sind ja mittlerweile doch ein paar hundert User,
Und das ist halt, das hat mit dem MetaTrader selbst, mit dem Handel, mit dem MetaTrader nicht mehr viel zu tun. Da kommst Aber du, ganz kurz hier noch. Also stell ruhig rum, da kommst du zur Frage. Die Frage war eben, also wie gesagt, wir, JFD, Thorsten Helbig mit dem Forex Pro System und mit dem Dirk, wir kennen uns ja, wir kooperieren auch zusammen. Welcher Broker das ist, du bist bei uns, Reza, du bist bei JFD Brokers, ne? Ich hoffe, du hast, genau, und der Stable Trader, wie gesagt, den nutzt er, setzt er auf den MetaTrader hier auf unseren MetaTrader. Und hat das dann praktisch da adaptiert und ja, wir müssen mal sehen, was wir da machen können. Es kam auch die Frage zu dem, wo bekommen, wie nutzen, da kannst du nachher vielleicht auch nochmal was zu sagen, wie du den Stable Trader sozusagen als Lizenz-Tool sozusagen anbietest und wie wir da mit JFD jetzt sozusagen, ja, unter Umständen einen gemeinsamen Weg finden für euch, für als Kunden. Das ist jetzt in der Pipeline und da lasst euch mal überraschen, dass wir da vielleicht was schüren, was interessant sein könnte, aber ansonsten kann der Dirk auch gerne dann nochmal drauf eingehen, was sozusagen die Webpage vom Stable Trader noch auszeichnet. Ne? Genau. Ich wollte es hier, ich zeige das hier gerade mal, weil ich gerade noch angefangen also habe, also hier von wegen CRV. Man sieht es hier oben auch in der Anzeige Risk Reward. Das ist nichts anderes als CRV auf Englisch. Mhm. Also 23 zu 67 ist jetzt hier mein CRV. Ne? Also da sieht man es halt eben auch in absoluten Beträgen. Kann man auch umstellen, dass man es prozentual sieht. Das kann man alles einstellen. Ich habe das jetzt hier mal auf absolut eingestellt. Das heißt, ich hätte jetzt hier, man sieht es mit bloßem Auge ja ohnehin, ganz klar, ne? Also hier oben Stop-Loss, hier die Position und dann hier eben mein Take-Profit. Vielleicht auch noch ganz wichtig oder eine Info nebenan noch ist, was ich hier mache, also was ich hier habe in dem Stable Trader, ist der sogenannte Future-Modus. Das heißt, der handelt jetzt hier zwar keine Future, aber es ist die Handelsart vom Future. Das heißt, wenn ich jetzt hier mehrere Teilpositionen reingebe, werden die alle zusammengefasst und ich sehe immer nur einen Break-Even. Ich habe also nicht irgendwie danach etliche Teilpositionen, die halt dann hier überall rumschwirren und einzelne Take-Profits, einzelne Stop-Losses, sondern ich sehe immer nur meine Gesamtposition und die entsprechend bearbeite ich auch nur und entsprechend bin ich halt auch viel, viel schneller und wenn ich zum Beispiel das führt jetzt natürlich alles, es ist natürlich ein bisschen weit oder ein bisschen viel Info auf einen Schlag. Ja, man kann aber, das Webinar wird ja auch aufgezeichnet. Also du kannst da ruhig auch. Ja, erstmal haben wir viel Zeit, zweitens dümpelt der Markt da jetzt eh so ein bisschen umher, wobei wir uns Euro-Dollar dann auch nochmal anschauen könnten. Gerade die dicke blaue Linie da, die da so, weiß nicht, woher die wiederkommt, muss ich jetzt auch mal am Bollinger-Band. Nee, Quatsch, das läuft da auch lang. Was das ist und ob die dazu, ob du meinst, der kommt da jetzt zurück und testet die nochmal, vielleicht da auch ein Pullback Long oder so von der Idee her. Die Linie ist, die ist mega tricky. Also das heißt, die, man sieht ja halt, ne, die hat schon eine gewisse Bedeutung. Und das liegt daran, ich zeige das mal eben, ich will hier nur meinen DAX nicht aus dem Auge verlieren. Nee, ich will dich auch nicht ablenken, um Gottes Willen. Ne? Ja. Also, ja, schön am Markt bleiben und will dich da nicht irgendwie in eine andere Sphäre ziehen. Aber wie gesagt, mal gucken, was geht. Ne? Es kann natürlich sein, dass ich hier oben nochmal dran will, das so als kleine Übertreibung. Also wie man sieht, ist hier auch ein ganz kleines Konto, aber immerhin live. Da habe ich nämlich gerade noch ein bisschen was nachkapitalisiert. Ich hoffe, das kommt irgendwie gleich noch drauf, dass wir nachher auch ein bisschen andere Sizes hier auch haben können und mir hier nicht die Margin um die Ohren fliegt. Wo war ich gerade? Bevor, wenn du den Gedanken jetzt wieder suchst. Also Achso, genau, hier mit dem Euro. Mhm. Und zwar, ich zeige das mal eben, ich mache den mal groß. Der kommt, die Linie kommt aus dem Tageschart. Und zwar, muss man hier ein bisschen skalieren. Ja, so Chartbearbeitung mit dem MetaTrader ist nicht so einfach. Ja, da kann ich ja nur einfügen, dass wir da demnächst, wie gesagt, noch andere Plattformen so bekommen, liebe Leute. Da mal, wenn man sich das hier mal anguckt, das ist so alles ein bisschen lang gezogen. Aber man sieht es trotzdem. Das ist der Tageschart, der reicht zurück bis 2015. Und diese blaue Linie, das ist hier unten diese Unterkante von, man kann es Trend nennen oder man kann es Flaggen nennen. Ja? Also hier oben habe ich jetzt keine parallele Linie hingezeichnet, die brauchen wir auch gar nicht. Aber das ist genau eben diese Unterkante. Und da kommt das Ding her. Und die reagiert natürlich fürchterlich, weil deswegen ist er auch letztes Jahr deutlich drunter gelaufen, weil das halt, wenn es eine Flagge ist, ja, wird die ja normalerweise regulär nach unten aufgelöst. Und deswegen ist die einfach hart umkämpft.
diese Linie. Und deswegen habe ich die auch eingezeichnet, weil ich habe in letzter Zeit oft beobachtet, dass das genauso der Bereich ist, der irgendwie gerade doch massiv da gehandelt wird. Ne? Also von daher, deswegen ist die da auch drin. Also die kann sich jeder selber einzeichnen. Aber das, danke für die Erklärung, und das ist ja schon krass, dass du so eine, also ich bin immer so ein bisschen mit schrägen Trendlinien vorsichtig, aber in dem Fall zeigt sich wieder einmal mehr die Relevanz. Aber Reza, vollkommen ich richtig. Auch. Also unterschreibe ich auch sofort. Ne? Also mit Diagonalen, ich handle überhaupt nicht gerne Diagonalen. Ne? Mhm. Aber trotzdem, man hatte halt immer Bewegung in den Bereichen. Nur wie man das handelt, weiß ich nicht. Und deswegen ist auch, glaube ich, schon die Frage beantwortet. Hier im Pullback nochmal long. Ich weiß es nicht, ne? Weil es ist eine Diagonale. Also ja, mal abwarten. Aber ich muss kurz eingehen hier auf Reza, ganz klar, dass du weißt, dass du bei JFD bist. Das war auch mehr so eine kleine Floskel da eingebaut. Ansonsten, beim JFD kann man tatsächlich mit dem MetaTrader 4 bislang als Handelsplattform traden. Wir haben aber auch Guidance als Lösung, also die webbasierende Lösung von Börse Go, Godmore Trader. Also ihr könnt es auch da mit dem Broker-Login reingehen, habt dann eine Synchronisation mit dem MetaTrader, also alles gespiegelt 1:1. Und ja, was kommt noch? Der MetaTrader 5 ist in der Pipeline und der Agena Trader. Also das heißt, plattformtechnisch gibt es hier ein starkes Upgrade. Neben dem, liebe Leute, dass ihr natürlich dann in Kürze auch Multi-Asset hier unterwegs seid. Das heißt also, reale Futures und Aktien werden auch über JFD in Kürze in die Pipeline reinströmen. Das ist auch der Hintergrund des MetaTrader 5, weil der notwendig ist, um Real Assets in Form von Aktien zu handeln. Da wird viel gehen, und der Stereo Trader an dieser Stelle, liebe Leute, der wird auch adaptiv für den MetaTrader 5 möglich sein. Insofern ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sich da hier entwickelt, und ja, das freut mich, dass wir den Dirk da für uns gewonnen haben, und wir schauen mal, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Neben dem, dass wir den Markt uns hier anschauen, ist es natürlich auch so, dann, dass man immer das ein oder andere Wissensvehikel aus der Vergangenheit oder aus dem, was eben noch vor uns steht, hier dann immer einstreuen kann. Insofern, liebe Leute, immer nur Fragen stellen, die ihr denn so auf der Seele habt, zu Dirk, seinem Setup, zum Handelssystem. Dann ging es auch darum, nochmal gerade auf den Markt zurückzukommen. Ja? Und zwar wäre die Sell-Idee nicht mehr aktuell, wenn das Tageshoch, Dirk, das geht jetzt an dich, wenn das Tageshoch von gestern rausgenommen würde, dann wäre praktisch die Sell-Idee auch markttechnisch gesehen quasi dahin und das theoretische Doppeltop rausgenommen, oder? Ja, ja. Also auf Doppeltop würde ich da überhaupt nicht gehen. Also das sind so Sachen, ich meine, wenn ein Doppeltop, ich sage mal, ein Doppeltop ist ein Doppeltop, wenn es ein Doppeltop ist. Ja? Ja, klingt vielleicht blöd, ja, aber das ist so, das ist aber Fakt, ja. Also was ist ein Doppeltop oder wann ist ein Doppeltop ein Doppeltop? Ja, erst dann, wenn es ja wirklich da ist, ja, und wenn es bestätigt ist, und davor darauf zu setzen, dass es eins wird, das ist genau das Ding, wo ich vorhin gesagt habe, hier mit dem Tagestief, ja, das wäre ja ein Doppelboden, wenn ein Tagestief irgendwie angetestet und man dort long geht, ja. Und das sind ja genau die Sachen, die der DAX ja wirklich überhaupt nicht mag, ja, nämlich genau solche Geschichten. Da geht er lieber mal 20 Punkte drüber und kommt dann wieder zurück. Ne? Und deswegen würde ich da oben jetzt an der 8,40, wenn er da hingeht, auch nicht nochmal shorten. Also auf gar keinen Fall. Das ist wäre jetzt nicht meine Herangehensweise. Das kann natürlich trotzdem gut gehen, ja, keine Frage. Ich komme mal ganz kurz zurück auf das, was ich vorhin noch sagen wollte. Die Gelegenheit bietet sich nämlich jetzt, glaube ich, hier. Und zwar, wenn ich jetzt hier noch eine weitere Short-Position reingebe, ja, bin ich jetzt hier per Scale-In sozusagen drin. Das heißt, ich habe jetzt im Gewinn ein kleines Stückchen ausgebaut. Und dann sieht man hier, ich habe immer noch einen Break-Even und habe hier so zwei kleine Punkte. Ja? Und das sind meine Einzelpositionen. Und ich muss jetzt hier nicht irgendwie, jetzt hat er hier Break-Even automatisch abgesichert, übrigens bei dem Überlauf von der Stelle. Und ich muss jetzt hier nicht irgendwie einzelne Stop-Loss oder irgendwas bearbeiten, sondern habe halt wirklich nur einen hier. Das heißt, hier oben, ich habe eine Linie für meine gesamte Positionierung, obwohl ich zwei Teilpositionen drin habe. Kann ich auch mal zeigen. Die erreiche ich auch trotzdem immer noch. Also hier, wenn ich draufklicke, das ist jetzt diese eine Teilposition und das da oben ist die andere. Und die werden jetzt hier addiert, und das Einzige, was ich handle, ist mein Break-Even, nämlich an der Stelle. Und sieht man auch schön hier in der Statistik. Break-Even wird auch entsprechend angezeigt. Und insgesamt bin ich jetzt hier mit 3,3 Euro pro Punkt Short unterwegs. Wie gesagt, pyramidisiert. Hier direkt in dem Ausbruch nach unten die Position ausgebaut. Ja, das heißt, ich bin also hier, ohne jetzt ein zusätzliches neues Risiko einzugehen. Ich würde ihn auch hier noch weiter ausbauen, wenn er unter die 84 bricht. Das ist übrigens aber die hohe grundsätzlich stimmt.
Dirk, wollte ich jetzt wieder nicht im Flow unterbrechen, aber ich muss es einwerfen. Das ist die hohe Kunst des Tradings, das positive Pyramidisieren. Ja. Ja, es ist halt nicht so einfach, ne? Also ich weiß, also Deswegen. gut, ich fasse es mal als Kompliment auf, Ja, nee, als also da muss ich sagen, also bei den erfolgreichen oder erfolgreichsten Tradern schlechthin, wie machen die Rendite? Natürlich durch teilweise Ausnahmebewegungen und weil sie dann ihre Position hochskalieren vom Volumen her. Das heißt, wenn eine Bewegung mal läuft und die haben den Spürsinn dafür, dann wird die geritten, die Position, wie es nur geht und dann eben auch entgegen dem, was viele machen, negativ pyramidisieren, was ja dann meistens im Desaster endet, Ja. wird eben positiv pyramidisiert und damit wird in die Bewegung rein das Risiko dann immer wieder ein Stück weit abgebaut, weil man ja schon eine Position im Gewinn hat, aber man vergrößert den Lauf nach oben und baut positive Pyramiden. Und das ist wirklich, sage ich mal, die hohe Kunst dahingehend, dass es teilweise schwer ist, das zu machen, weil man praktisch entstandene Gewinne oder schon also rein buchungstechnische Gewinne wieder riskiert. Der Witz ist nur, wenn man Ja. das eben aber ausnutzt, dann hat man ein Vielfaches seines ursprünglichen Risikos verdient. Und das ist tatsächlich so, dass das, ich sag mal, den guten Trader vom sehr guten Trader unterscheidet und auch von einer guten Performance zu einer sehr guten Performance, weil die dann eben richtig in der Bewegung mit einem Move so viel Ehre verdienen. Und da reden wir auch, wir haben da auch beim IB, der ist letztes Jahr den Micho da, der das auch, sage ich mal, für seine Kunst hat, der wird auch 10-mal hintereinander ausgestoppt. Das steht dann überhaupt nicht, weil wenn der mal eine Ja. positive Pyramide baut, dann reden wir hier auch über zweistellige Erst, die der dann einfährt. Und das ist aber wirklich, das psychologisch Genau. durchzuhalten, ist eine Königsdisziplin. Aber Tatsache ist, damit kann man wirklich richtig Gewinn machen. Das braucht Zeit, das braucht Ja. Erfahrung und auch ein Spürsinn nach dem Motto, jetzt pyramidisierst du weiter, weil du hast ja gesagt, du nimmst große Bewegung, kleine Bewegung, das ist schon sehr vielseitig, was du da machst, hängt auch mit der Erfahrung zusammen, ja. Aber grundsätzlich, das muss gesagt werden, erstmal nie ohne Stopp in den Markt, das ist schon mal ganz wichtig. Ich habe es ja vorhin gesehen, der Dirk ist vorhin auch mal, also nicht Phishing nach dem Motto, aber der Markt hat dich einfach abgeholt, du hast gesagt, what happened? Du hast einfach gesagt, okay, ich versuche es nochmal, wusch, und jetzt hast du sogar die Option gehabt, sogar noch zu pyramidisieren positiv. Also ausstoppen völlig normal, aber Gewinne eben laufen lassen, das ist immer der Spruch, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, da ist wirklich was dran. Das ist keine Binsenweisheit, das ist wirklich eine wichtige Ja, Tatsache. der Exit ist halt schon entscheidend, ne? Ich meine, hier gut reinkommen ist die eine Geschichte, hier jetzt richtig rausgehen die andere, ne? Ich meine, der kann ja jetzt trotzdem hier nochmal nach oben sich bewegen. Und das natürlich, wenn man pyramidisiert, ist das genau die Gefahr, das muss man wirklich im Auge behalten, ne? Deswegen habe ich auch hier zum Beispiel, deswegen werden die auch angezeigt, ne? Ich habe ja hier meine Pyramide, die sollte er jetzt nicht unbedingt mit ins Negative ziehen. Ja? Das wäre natürlich denkbar ungünstig. Wenn er das macht, dann würde ich auch im Zweifelsfalle die nochmal rausnehmen und später nochmal reingeben oder ich löse die ganze Position auf. Und deswegen, das ist auch völlig richtig, was du sagst, weil man ja vom Prinzip her ist es ja so, dass man bereits erzielte Gewinne ja dann auch nochmal riskiert. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn man zum Beispiel einen Ausbruch erwischt, ja, und kann direkt den Ausbruch pyramidisieren, dann sind das nachher in der Equity-Kurve, das sind genau diese schönen Biegungen nach oben, die man dann nachher hat. Ja? Da hat man nicht einfach nur eine Gerade nach oben, sondern dann wirklich halt so eine Parabel, die sich dann halt nach oben biegt. Und damit kann man wirklich tatsächlich, wie gesagt, wenn man es schafft und da schnell genug ist, auch damit kann man wirklich dann auch die besten Resultate erzielen. Und ist eben auch, da stimmt auch absolut, was du gesagt hast, es geht auch leider oftmals daneben, ja, oder Ja. es dauert oftmals, bis es funktioniert. Und da muss man halt einfach, da darf man sich nicht beeindrucken lassen auch davon. Da muss man natürlich so ein bisschen für gemacht sein. Also das ist natürlich dann irgendwo die Erfahrungssache, dass man dann weiß, okay, das macht nichts, wenn jetzt irgendwie, wenn es fünfmal schief gegangen ist. Richtig. Ich brauche letzten Endes eine funktionierende Bewegung und ich habe die fünf Loser, die habe ich dann aber auch 10-mal ausgebügelt damit. Und das ist halt wirklich genau das Ding. Also ich bin ein großer Fan davon. Er läuft jetzt hier so ein bisschen schlapp, aber was echt gut funktioniert, das sind wirklich direkt in Ausbrüche reinskalieren. Und das ist auch eine Geschichte, die bei News sehr gut geht. Also da kann man wirklich halt einfach die Orders übereinander staffeln und lässt das halt dann irgendwie auch automatisch begleiten, so wie ich es hier auch gemacht habe. Das ging vorhin alles ein bisschen schnell. Aber man sieht hier oben, die Position ist jetzt zum Beispiel direkt abgesichert, ja, weil jetzt hier. Das ist der Triggerpunkt, den kann ich halt auch jederzeit manuell verschieben. Und der lag jetzt unterhalb dieser Order. Und das heißt, sobald er da hinkommt, wird erstmal Break-Even gestellt. Ich könnte jetzt hier auch direkt trailen, könnte ich auch machen. Aber so muss man das auch machen, ja, weil wenn es nämlich zurückkommt und ich habe ja dann eine größere Position, dann sollte die jetzt nicht unbedingt im Verlust enden. Das wäre dann natürlich ein bisschen schade. Das ist richtig. Du, ich Und da habe auch muss man halt wirklich. gleich wieder Fragen. Das ist gut. Also wie gesagt, liebe Teilnehmer, ihr seid aufgerufen,
Falsche Fragen gibt es nicht. Wenn ihr hier was zu Dirk wissen wollt, beziehungsweise dann noch, wir werden eh die ganze Zeit, ihr merkt es ja schon, der Dirk kann das recht gut, den Markt covern und euch dann sozusagen noch fresh halten in Sachen Informationen. Der Punkt ist hier, der fragt, der Punkt nach dem Motto, positives Pyramidisieren ist aber eigentlich nur in Trendmärkten gut oder sieht er das falsch oder nicht? Ich meine, klar, du brauchst eine Trendbewegung. Also, ja, das ist immer genau das Ding, ne? Was ist ein Trend? Also, beziehungsweise, welchen Trend meint man? Ja, also, was ich mache hier letzten Endes, ist ja eine Pyramidisierung im Tick-Trend. Ja, also, wenn ich das hier direkt mache, auch der Tick-Chart hat ja einen Trend. Also, selbst der hat Hochs und Tiefs, Korrekturen und so weiter und so fort. Und das ist ja echt immer dann eine Frage vom Horizont. Also, klar, wenn ich dann halt irgendwie im Tageschart unterwegs bin und neben DAX da irgendwie oder welchen Wert auch immer 1000 Punkte mit, da habe ich natürlich irgendwie jeden Tag eine Kerze und kann mir da genug Gedanken drüber machen. Und ist aber der Ansatz ist genau der gleiche. Also das ist nichts anderes. Und ich mache es halt hier eigentlich im Tickchart oder im Minutenchart schon, ne? Und nichts sonst. Aber der Effekt ist absolut identisch. Also das ist von daher immer die ganz große Frage, wie ist mein Horizont, wie ist mein Timeframe, in dem ich unterwegs bin, wo will ich hin damit? Ganz klar. Und wenn ich natürlich halt hier im letzten Endes dann im Tickchart irgendwo eine Bewegung von 30 Punkten habe und habe da fünf Korrekturen drin und kann fünf Pyramiden reinbauen, habe ich nichts anderes, wie wenn ich dann halt einen großen Timeframe unterwegs bin und suche mir dort fünf Korrekturpunkte auf Tagesbasis aus. Das Prinzip ist immer das gleiche. Nur, dass das hier natürlich wesentlich schneller ist, klar. Das heißt, hier muss man dann auch teilweise dann wirklich im Sekundentakt auch Entscheidungen treffen können. Also es ist ganz klar. Und hier hat man halt nicht lange Zeit zum Überlegen und erfordert natürlich auch so ein bisschen Erfahrung und Marktkenntnis, um dann halt eben auch schnell zu sein mit seinen Entscheidungen, damit man da auch nicht dann ständig irgendwie daneben liegt. Also klar, im Tageschart hat man einen Tag Zeit für jede Kerze, um sich Gedanken zu machen. Ja. Und ja, aber es ist so, ja, es soll ja nicht irgendwie doof klingen, aber das ist einfach genau das Ding. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel jetzt nur einen Wert handelt, also ich handle wirklich fast nur den DAX, ja. So, jetzt haben wir hier die nächste Pyramide drin. Ich handle wirklich fast nur den DAX und von daher kenne ich den eben auch und kann da halt auch schnelle Entscheidungen treffen. So, jetzt mal gucken, ob die hier ins Ziel läuft. Sind die Trendlinien irgendwie, wenn du das Timeframe änderst, das Zeitfenster im MT4, passen sich da die Trendlinien an oder bleiben die da immer konstant? Ist jetzt so eine Frage. Welche Trendlinien? Das kann ich jetzt hier leider nicht lesen, aber generell Trendlinien, glaube ich, sowohl die große aus dem Tageschart vorhin hier seit 2015 als auch kleine. Also werden die Trendlinien im Stereo Trader bei einer Änderung des Zeitfensters mit verändert oder bleiben sie konstant? Also der Stereotrader greift ja in Trendlinien grundsätzlich nicht ein. Also das ist ja Sache vom Metatrader. Aber trotzdem ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Lass mal gucken, der darf jetzt hier nicht abprallen, das wäre doof. Dann nehmen wir dem nicht, nehme ich den sofort nämlich raus hier. Ich ziehe den Stop-Loss mal direkt hier hinterher. Ganz knapp. Ich gehe da gleich drauf ein. Ich muss das hier das Baby sicher nach Hause bringen. So, aber da sieht man jetzt ja schon, ne? Ich meine, aus ursprünglich mal irgendwie dem kleinen Loser hier mit, was hat er vorhin gekostet, irgendwie 20 Euro, ist jetzt schon das Dreifache hier mit der Position, wäre jetzt schon drin, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke. Man muss immer sagen, wäre drin, noch ist er nicht drin, ja? Wenn er Es zurückläuft, ist es nicht mehr das Dreifache. ist noch nicht realisiert, ne? Das ist reiner Ja. buchhalterischer Gewinn sozusagen. Ja. Buchgewinn ist alles gut und schön, genau wie Ja. Buchverluste. Das ist, also Buchverluste sind realer als Buchgewinne mal auf Ja. jeden Fall. In der Psyche auf jeden Fall, da kannst du mal von ausgehen, ne? Ja. So, wenn ihr jetzt hier aber zu lange braucht, nehme ich den raus. Ja? Also das ist, weil die 84, das weiß ich, das ist halt auch, auch wenn man das jetzt hier nicht alles sieht, aber wenn man das Ding jeden Tag handelt, dann kennt man natürlich die Bereiche, die man handelt. 84 war schon ein Punkt, den habe ich vor 2 Wochen gehabt. Im Anstieg war das schon wichtig, wo er zum ersten Mal da über die 840 drüber ist. So, mal gucken, bis wohin er nachläuft. Ich gebe jetzt hier unten einfach eine Order rein, habe dann damit, beziehungsweise ich mache das anders. Ich werde den jetzt hier trailen. Ich packe jetzt hier den Trail drauf. Also wenn er da hinläuft, dann trailt er das Ding runter im Abstand von einem Punkt. Das heißt, ich nehme dann mit
Was geht noch im Überlauf, wenn er es macht? Aber wäre jetzt schon typisch, also dass er da ein Stück drüber läuft und hier vielleicht die Open Range da mal nach unten antestet oder vielleicht auch direkt hier einen Peak hin macht auf die 67 ist das da unten. Das wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn er das macht. So, 84 nochmal von unten. Ja, ich kann mal hier auf Minutenchart gehen, da sieht man es ein bisschen deutlicher. Das ist, wie gesagt, wichtiger Reaktionsbereich, die 84. Das sollte jetzt nicht drüber gehen. Weil wenn, dann bin ich ja hier raus oben auch. Ne? Also deswegen ist hier auch, habe ich den Stop jetzt hier auch nachgezogen, beziehungsweise faktisch vier Stops. Ja, von vier Teilpositionen habe ich hier mit einer Linie den Stop nachgezogen. Und das ist eben auch so eine Geschichte, wenn man das mit MetaTrader manuell macht und dann müsste ich viermal hier irgendwelche Linien zusammensuchen und die nachziehen. So, das hier darf er machen, kleinen Peaks da oben hin. Ist markttechnisch das gleiche in grün, ne? Also das hier ist auch, das ist ein Trend. So, hier darf er auch kurz drüber gucken, darf auch hier einen kleinen Docht basteln. Solange er drunter schließt, ist alles gut. Also 10 Sekunden hat die Kerze noch. Und wenn der da oben schließt, gehe ich raus. So, die Konsequent. Kerze ist um. Weil dann macht das keinen Sinn, beziehungsweise ich ziehe den jetzt direkt hinterher. Okay, da hast vier du das. Stops waren das jetzt mit einer Bewegung, ne? Also muss ich immer wieder dazu sagen, weil es ist ja kumuliert. Also alle vier Positionen sind jetzt hier abgesichert mit einer Linie, die ich gerade verschoben habe. Nee, das macht keinen Sinn, weil wenn der jetzt hier nochmal drüber geht, dann geht er höchstwahrscheinlich auch nochmal ein Stück hoch oder es wird an der Stelle so unsauber, dass das keinen Sinn macht, also da dran festzuhalten. So, gucken auf 5 Minuten. Ich glaube, wir haben auch noch einen kleinen Special-Gast übrigens heute zu gegen Dirk. Wen denn? wenn ich mich nicht irre, müsste es Thorsten geschafft haben, ins Webinar zu kommen. Warte mal, ich mache mal kurz den Ton an. Thorsten, kannst du kurz was sagen? Bist du da? Gucken. Thorsten will nur als Stille. Ich hab mir aber jetzt identifiziert. Also so leicht kommt uns aus der Nummer hier nicht raus. Aber wahrscheinlich hat er sein Headset noch nicht aufgesetzt und wollte dir nur lauschen, was du sozusagen über den Markt so philosophierst, damit er dich dann nochmal irgendwann hinten rücks nochmal erwischt nach dem Motto, was hast du da erzählt? Gut, warten wir mal. Aber ich glaube, Thorsten hat es echt geschafft. Zumindest sehe ich ihn in der Gästeliste. Wir warten mal ab, ob er dann irgendwann mal laut gibt oder vielleicht jetzt erstmal seinen Kaffee trinken muss oder wach werden muss. Aber ihr wisst ja alle, der Thorsten ist ein Frühaufsteher. So, aber jetzt sehen wir hier, jetzt springt gleich der Trail an, zack, genau das. Ne? So, hier runter, der Trail ist sofort hinterher und raus aus der Nummer. So, das heißt, ich habe jetzt hier, es geht natürlich alles rasend schnell, das hat er jetzt halt automatisch gemacht, das heißt, ich habe ja hier meinen Trail gestartet, den hat er jetzt mit hier runtergezogen, das waren dann nochmal irgendwie 3, 4 Punkte extra, die er mir hier spendiert hat, aber die Idee war ja generell komplett richtig und die Nummer ist schön aufgegangen. Und angefangen mit dem Loser sind jetzt ihr, ja, das waren jetzt schnelle 100 Euro. Was heißt schnell, ja? Also für die Positionsgröße und das Konto, glaube ich, kann man sich da nicht beschweren. Na, mit Sicherheit nicht. In Punkten jetzt insgesamt waren das alle Positionen zusammen, sieht man auch hier 64 Punkte. Ja, durch die Pyramidisierung. Hätte ich jetzt noch weiterlaufen lassen können, aber so what, ja? Also das Ziel war jetzt erstmal hier unten das anzutesten, also, ne, das sieht man ja, hat ja wirklich genau gepasst, die Einschätzung, dass wir hier eben tatsächlich immer noch im Short sind und da oben erst der Bruch stattfinden würde und wir entsprechend auch das, die Eröffnung zumindest antesten sollten. So, du, was er jetzt hier macht, weiß ich nicht, muss man gucken. Okay, aber ich sag mal, das war ist ein guter Punkt, gerade die Frage auch von einem Teilnehmer. Dahingehend, ich meine, ein Teilverkauf, ist das eine Option für dich, dass du sagst, du bist ja jetzt auch pyramidisiert eingestiegen, dass du auch sozusagen Scale-Out machst, so nach und nach, also dass die Position je nach Einstieg dann so scheibchenweise verkaufst, weil du hast jetzt einen Exit mit allen Positionen gemacht, was der Stable Trader ja wunderbar kumuliert macht, ja, sowohl Stop nachziehen als eben dann auch Exit aller Positionen, aber vom Grunde genommen, dass du dann ausskalierst sozusagen, ist das eine Idee, dass du mit einer Position meinetwegen jetzt den kompletten Down-Move hier bis zum gestrigen Tagestief in Richtung 11.7 mitnimmst? Ja, also möglich ist alles, aber so deine Vorgehensweise einfach, weißt du? Ja, also es kommt immer drauf, es kommt so ein bisschen drauf, also ich bin generell kein Freund von Teilverkäufen, also so ganz generell halt, sondern würde dann eher halt eine von den Trading-Funktionen nutzen, also ich kann den hier zum Beispiel auch nach den Regeln, die ich hier gerade beschrieben habe, markttechnisch, kann ich den auch trailen lassen, ja, vollautomatisch. Und das heißt,
dann nehme ich ja auf jeden Fall, ich sage mal, das mit, was der Markt mir anbietet, bis dorthin, wo er sauber läuft. Bei Teilverkäufen ist es ja eigentlich immer so, mit Teilverkäufen versaue ich ja eigentlich mein CRV. Das ist schon mal der Punkt Nummer eins. Weil das macht den Trade ja undurchsichtig. Und ich bin dann eher ein Freund davon zu sagen, okay, das ist irgendwie mein klarer Plan, das ist meine Vorstellung, wenn er das da macht, dann gehe ich da raus. Ja. Ich hätte jetzt natürlich hier Teilverkäufe machen können, aber ich habe jetzt ja erst vorhin auch mal nicht weiter gedacht als bis hier an diese Stelle. Von daher macht es auch keinen Sinn. Also, ne, was ich damit sagen will, wenn es jetzt mein Plan gewesen wäre, hier ein neues Tief zu machen, dann hätte ich gesagt, gut, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Teilverkauf und guck mal, was ansonsten noch passiert. Aber der Plan war jetzt erstmal der, hier initial nur mal dahin zu laufen. Und ich kenne Leute, die wirklich mit Teilverkäufen extrem erfolgreich handeln, ja, wirklich extrem erfolgreich. Also ich habe da auch Zahlen gesehen von jemand, mit dem ich jetzt auch schon ein bisschen länger kenne. Und der macht ständig Teilverkäufe und der fährt wahnsinnig gut damit. Ja. Der hat aber halt, also es passt halt einfach auch dann zu seiner Strategie. Ich mache ja nur irgendwie kurze Moves, kurze Ausbrüche, skaliere die dann auch voll rein und dann gehe ich auch voll raus an einer Stelle nochmal. Und das ist so, gehört auch dazu, ja. Also wenn ich jetzt, hätte ich jetzt die Position jetzt nur hier oben zum Beispiel voll reingegeben, jetzt als Beispiel irgendwie mit, ich sage jetzt mal hier 5 Kontrakten, ja, jetzt ist nur mal einfach mal eine Zahl zu nennen, hätte ich hier da oben an einer Stelle voll reingegeben, dann würde es wiederum, glaube ich, schon Sinn machen, wenn man dann Teilverkäufe an der Stelle macht, weil dann kann ich ja halt wirklich mir das ja auch in Ruhe angucken. Nur was ich ja gemacht habe, durch die umgekehrt, also beziehungsweise durch die Pyramidisierung, die kann ich ja nicht, es macht ja keinen Sinn, rein rechnerisch dann hier einen Teilverkauf zu machen und dann mal gucken, was passiert, weil nachher läuft das Ding zurück und dann habe ich ja meine Pyramiden, die sind ja dann plötzlich, kosten die mich ja Geld. Also ich weiß nicht, ob das klingt vielleicht ein bisschen verworren, ist es aber eigentlich gar nicht, es ist nur ein bisschen schwierig, halt rein mit Worten zu erklären. Ja, also, aber das hast du schon ganz gut gemacht. Ich denke, das war schon nachvollziehbar. Ich habe hier oben habe ich eine Hauptposition gehabt und dann halt hier zwei, wie viele Pyramiden waren es? 2 Stück, glaube ich, ne? Die ich da reingegeben habe. Und einen Teilverkauf macht man ja, wenn man sagt, okay, bis dahin läuft auf jeden Fall, den Rest mal gucken, ich sichere die Position mal break-even ab. So, das ist ja dieses Generelle, was man mit Teilverkäufen macht. So, würde aber bedeuten, dass die Pyramiden, die ich ja dafür gemacht habe, um das Ziel zu erreichen, ja ins Minus laufen. Und das passt dann, finde ich, nicht zusammen. Also Scale-In und dann halt irgendwie Scale-Out, also für meine Vorgehensweise auf jeden Fall nicht. Bei größeren Strecken vielleicht ja, aber wenn man kleine Moves macht, glaube ich nicht, dass das irgendwie großartig sinnvoll ist. Aber das ist ja genau die Frage. Da hat ja jeder seinen Ansatz. Wie du schon gesagt hast, der eine, der lebt gut und kann mit Pyramiden arbeiten. Und wenn du jetzt hier so ein Scale-In gemacht hast, also eine positive Pyramide in den Abwärtsmove hier, wäre es auch legitim gewesen, zum Beispiel die erste Position meinetwegen rauszuhauen. Das war eben genau die Frage. Also ob du den größten Profit dann als erstes nimmst oder wie auch immer. Insofern ist es auf jeden Fall wichtig, dass du da deinen Plan durchziehst. Und das ist ja auch das, wo jeder seinen Ansatz hat. Ja, der eine liebt Teilverkäufe, nimmt sich ein Stückchen vom Kuchen weg, lässt den Rest weiterlaufen. Da ist natürlich dann langfristig immer das Setup wichtig, dass er da eben trotzdem ein positives Ratio, also ein CRV hat, weil mit einem Teilverkauf beschneidest du ja auch deine Gewinne im Endeffekt, das ist auch klar. Klar, also ich möchte auch da nicht falsch verstanden werden, ja, ich bin überhaupt gar kein Freund davon, irgendwelche Dinge zu verallgemeinern, ja, also von mir wird man nie hören irgendwie, ja, nur so ist richtig oder nur so, es gibt kein richtig oder falsch, ja, oder kein nur richtig oder nur falsch. Und also ich hasse echt Verallgemeinerungen und deswegen sage ich ja auch, ich kenne jemanden, der ist mit Teilverkäufen extrem erfolgreich, ja, es passt aber nicht zu mir, nicht zu dem, was ich mache. Und deswegen, ich ziehe grundsätzlich den Hut und habe größten Respekt vor jedem, der es schafft, mit dem Handel Geld zu verdienen. Und würde niemals sagen, nur so ist es richtig oder nur so ist es falsch. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, man muss für sich wirklich selber abwägen, was passt zum eigenen Handelsstil. Exakt. Und muss es dann ausprobieren, seine Erfahrungen machen, wenn man damit erfolgreich ist, super. Du, ich hab genauso richtig, ich habe jetzt Feedback vom Thorsten bekommen. Thorsten, muss mal dein Mikro anschalten, damit wir auch dich vielleicht hören können. Dann könnte ich dir unter Umständen auch den Bildschirm mal geben, wenn du Lust hast. Also erst mal moin. Was eine Überraschung.
Dass Dirk Respekt hat, das wage ich zu bezweifeln. Guten Morgen nach Köln und guten Morgen nach Ludwigsburg. Nee, München, ah, mein Digga, München, mein Digga. Aber Ludwigsburg ist nah dran. Also ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Ich habe so schön im Bett gelegen, jetzt werde ich wach, weil Dirk sagt Respekt. Da habe ich gesagt, jetzt musst du aufstehen. Hast dich nach dem Ernst hingelegt, ne? Ja, genau. Ich habe mich jetzt wieder hingelegt mit dem Laptop. Also, ich finde die Aussagen, ich habe das ja eine Weile zugehört und ich finde es ja genial. Weil Dirk und ich, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und wir handeln sehr, sehr unterschiedlich und ich ziehe einen Hut davor, so wie Dirk das manchmal durchzieht. Und wollte mich jetzt nochmal ganz kurz einmischen bei diesem Thema, ob man nur Teilverkäufe macht oder nicht. Weil ich habe es früher nicht gemacht, um mich zu stabilisieren, um mich mental zu stabilisieren, weil ich immer gesagt habe, pass auf, wenn du ein Tagesziel hast, musst du das erreichen. Wenn das erreicht hast, so mein also Gott. In so einem Zwiespalt, wo ich zwar unserer Community immer sage, du pass auf, wenn du dein Tagesziel hast, zieh die Reißleine raus. So, und dann gucken sie bei mir auf den Schirm und sagen, ja, du hast aber dein Tagesziel erreicht. Thorsten, du sitzt mit dem Laptop im Bett, das ist richtig, mit WLAN, oder? Darauf ist man konzentriert, hat man noch Bock, ist es relativ leicht gewesen, so eine Position zu erarbeiten, ist man mental noch stark, ist das Hemd schon klatschnass oder ist es schon das dritte, was man anhat am frühen Morgen, oder sitzt man eigentlich noch entspannt mit dem Schlafanzug mit dem ersten Kaffee vom Bildschirm. Das sind so die Unterschiede, glaube ich, wenn man sich jede Position erkämpfen muss, dann... mache ich es genau, zieh die Reißleine raus und leck mich, scheiß Tag, draußen scheint die Sonne, ich gehe Motorrad fahren. Übrigens, ihr werdet es an der Direktheit schon spüren, wie wir hier zu Gast haben. Wer ihn noch nicht kennt, liebe Leute, ist Thorsten Helbig, ein Partner von JFD mit seinem Forex Pro System und nutzt den Stereo Trader auch und deswegen ist es mir auch eine Freude, eine überraschende, das war überhaupt kein Plan an dieser Stelle, dass der Thorsten uns hier mal kurz Gesellschaft leistet. Vielen Dank und auch für den Input, mein Großer. Also wie gesagt, das ist ja eh noch auf der Pipeline, dass wir auch mit dem Thorsten außerhalb seiner Community, von der er gerade sprach, auch mal ein Live-Event nochmal machen werden, damit ihr auch mal sehen könnt, was da so bei der Community abläuft. Ihr seid schon durch heute, Thorsten, oder wie ist das? Wir haben heute frei. Ich habe am Morgen Seminar in Göttingen und deswegen gönne ich mir vorher einen Tag Auszeit. Aha, ja. Die Jungs, die stressen immer. Und dass das nicht geplant war, hier ist doch völlig logisch. Oder hast du sonst einen Plan? Nee, ich lasse mich leiten vom Wind, weißt du? Aber grundsätzlich ist es eine interessante Sache, dass du es nochmal so aufgegriffen hast, wie du da vorgegangen bist. Jetzt haben wir praktisch zwei Leute aus dem Markt zu Gast heute, die da so ein Stück weit ihre Präsenz liefern. Aber ich kann euch so sagen, Thorsten Helbig, wie gesagt, hat ja auch sein eigenes System sozusagen kreiert. Ich glaube, es sind auch einige, wenn ich jetzt mal in den Chat gucke, so einige Teilnehmer, die schon Kunden bei dir sind, Thorsten, und wahrscheinlich auch bei dir, Dirk, die heute einfach mal sehen wollen, wie du den Markt auseinander nimmst. Und da kam auch jetzt direkt eine Frage noch von einem anderen Teilnehmer. Gibt es jetzt aktuell ein Setup? Vielleicht Dirk in erster Linie und Thorsten, wenn du noch einen Nachbrenner hast, also jetzt ein Setup zum DAX, wo ihr sagt, okay, auf aktuellem Level, der erste Downmove ist gekommen, jetzt eiert er so ein bisschen rum. Geht da jetzt noch möglicherweise, kann man irgendwelche Marken identifizieren, so für die Leute, die jetzt auch den Finger am Abzug haben sozusagen? Ja, also ich sag mal, es gibt ja, ich meine, ich habe auch keine Glaskugel, ne? Um Gottes Willen. Und also für mich war jetzt erstmal wichtig, so die erste Geschichte. Wir haben jetzt halt auch die Stundenkerze wird jetzt auch hier fertig. Das heißt, die zweite Open Range wird dann auch abgeschlossen. Und das heißt, hier ist jetzt nicht wirklich, ich glaube nicht, dass da jetzt noch großartig viel kommt, ehrlich gesagt. Also so die nächste Stunde, ich kann mich täuschen, ja. Also was ich sehe, ist der Euro jetzt hier, der sich jetzt gerade nach oben bewegt. Wir haben hier im Euro, das ist diese orange Linie, das ist eine Widerstand auf Tagesbasis, beziehungsweise FIBO auch auf Tagesbasis, an der hier unten, ich zeige das mal eben, also mal, wenn wir mal kurz auf den Euro gehen, da auch recht heftig reagiert hat, das spielt eine wichtige Rolle. Das hier ist die zweite im Bunde, direkt oben drüber liegt ein Monatspivot. Also gut möglich, dass der hier mal eine Runde kräftig abprallt, wenn er da gleich hochgeht. Das wäre halt ein Ansatz, den man machen könnte. Und wenn er da jetzt hochgeht, könnte es natürlich andererseits den DAX natürlich auch wieder ein Stück weit nach unten schieben, aber da ich damit rechne, dass der Euro hier reagieren wird in dem Bereich, wird der DAX wahrscheinlich ja noch nicht weit kommen. Sofern der DAX heute auf den Euro reagiert, da muss man ja auch immer ganz klar sagen, es gibt Tage,
da ist es so und Tage, da ist dem DAX das einfach nur völlig wurscht, was der Euro macht. Aber Dirk, guter Punkt an der Stelle, ich hake gleich mal ein, war nämlich auch eine Frage, die jetzt schon ein Stück weit vor den anderen Fragen kam, hat jetzt noch nicht gerade gepasst, aber jetzt ideal, Korrelation, ja, also schaust du, wie du sagst, es gibt Tage, klappt es mehr, klappt es weniger, aber generell ist ja die Korrelation negativ, wie man denn so Lameng sagt, achtest du da schon drauf, jetzt gerade wie du sagst, das war im Prinzip die Beantwortung der Frage, dass du schon davon ausgehst, dass wenn heute die Korrelation matcht, dass du dann schon sagst, da hat der DAX oder der Euro vielmehr dann begrenzten Spielraum nach oben. Ja, also wenn ich beobachte, dass er halt reagiert und das scheint er heute auch so zu tun. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt hier mal guckt, wenn hier, wenn man die gleichen Timeframes mal nimmt, ich meine mal hier auch 15 Minuten, und dann sieht man ja schon, also da, wo es hier rauf geht, geht es hier runter. Ja, also das scheint heute schon irgendwie zusammenzuhängen. Und von daher beziehe ich das dann natürlich dann jetzt auch schon mit ein. Ich habe früher wirklich den DAX nur gehandelt, ohne auf den Euro zu gucken. Mhm. Habe aber eben auch in den letzten Monaten vermehrt den Euro gehandelt. Und da ja, ergibt es sich natürlich automatisch, ne, dann, dass man das dann eben auch direkt mitbeobachtet. Und dann eben auch feststellt, das ist heute so, das ist halt eben nicht so. Ne? Der Thorsten. Es gibt keine generelle Regel, ne? Also das nee, nach dem Motto, der Euro steigt, dann fällt der DAX. Das wie sagt der Michael Vogt, den war ja übrigens auch, Thorsten, lass mich das an dieser Stelle erwähnen, wir haben ja in Göttingen dann auch nochmal ein Seminar zusammen nach dem Weihnachtsevent, wo wir damals mit Michael Vogt im Dezember hatten, war ja ein Fest mit dir zusammen, dass wir da einfach die Geschichte hatten, wo Michael Vogt natürlich auch immer gern anspricht nach dem Motto fachliche Unschärfe. Ne? Das ist eben was, wo man einfach sagt, der Markt ist nicht schwarz oder weiß, das ist manchmal eine Grauzone und da muss man sich eben trotzdem irgendwie zurechtfinden und das macht die Sache ja unterm Strich nicht einfacher. Aber weil du vom Euro sprichst, ab und zu handelst du den, der Thorsten handelt ja den Euro täglich. Du handelst da sozusagen den Auslauf der Asia-Range oder wie ist das, Thorsten? Sag mal kurz was zu. Wir haben bestimmte Zielbereiche, die auf bestimmten Zeitebenen basieren. Das ist vollkommen richtig. Und wir handeln aber inzwischen auch seit einem Jahr ungefähr den DAX ziemlich parallel. Aber da kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Ansätze sind. Absolut. Nach meinem Ansatz landen wir nachher sogar nicht mal so lange, in 3 Stunden ungefähr noch 60 Punkte tiefer im DAX. Wir werden die L7 heute sehen. Und das ist mal eine Ansage, liebe Leute. Das ist mal die Kristallkugel-Ansage. Thorsten, geil. Das ist ja mal eine Ansage. Du sagst, wir werden die L7 sehen. Wir machen ja so eine Grundlagenseminare, unsere liebe Anneliese. Also stammt aus der Analyse und unsere Uta hat da mal Analyse draus gemacht und wir haben Teil 4, das sind so Grundlagenwebinare, wie analysiere ich, wie mache ich was, welche Werkzeuge verwende ich an, nehme wirklich die Basics, also wir handeln nicht mit diesen schwierigen Sachen wie RSI, CSI, welche Werte hast du im MACD und welchen O-Drehstab, Umkehr, Fibonacci an den Mond, an Mondwasser irgendwie orientiert. Und da ist er wieder stumm, ne? Na, ich muss ich mal sagen, das WLAN im Bett ist nicht ganz so gut. Ne? Sollte sich mal lieber an die Trading Station setzen. Ja, ja. Thorsten, du hast mal die Aussetzer. Ich habe mich auf die falsche Seite gedreht. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, exakt. Aber, okay. Aber grundsätzlich, ich greife das mal ganz kurz auf, Thorsten, sorry, wenn ich hier da reingrätsche. Aber grundsätzlich ist es ja, unterstreicht ja nur das, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind in der Abwärtsbewegung, ganz klar. Das ist nur ein Korrekturhoch und es wäre nur logisch, wenn nämlich genau dieser Teil, also wenn man da jetzt mal Fibus ansetzt, dass er natürlich die Bewegung nach unten fortsetzt. Das Ding ist aber halt immer nur, das ist immer das Gefährliche auch mit Analysen, ja. Also ich sage auch, wir stehen heute noch irgendwo hier unter der 700 sogar. Das denke ich schon. Also hier haben wir die 20-Tage-Linie, habe ich hier unten übrigens eingezeichnet. Und die 12-Tage-Linie, das wäre schon so ein Bereich, den er eigentlich ansteuern sollte. Das ist aber nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ja, also gerade bei so Geschichten, wie ich sie hier mache mit Scale-In und darum geht es ja auch so ein bisschen, das zu erklären, ist es, wie komme ich da hin? Weil das wieder unten landet, das glaube ich auch. Nur dumm ist, wenn er dann vorher aber eben trotzdem nochmal hier 70 Punkte nach oben rennt und dann erst runtergeht. Und ob man 70 Punkte Drawdown aushalten will, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das wäre jetzt natürlich aber nicht so die, wo ich jetzt sage, so, ich gehe mal short und dann gehe ich irgendwie, lege ich mich ins Bett, gehe nachher Mittagessen, komme dann wieder. Das kann man machen, wenn man ungehebelt unterwegs ist, aber nicht, wenn man gehebelt unterwegs ist und schon gar nicht, wenn man dann halt eben entsprechend auch noch skaliert. Mhm. So, aber Thorsten, jetzt darfst du gerne weitermachen mit deiner Analyse. Nein! Ganz kurz noch. Gottes Willen, ich wollte gar nicht reingeritschen, das ist dein Handelsstil, ist auch vollkommen richtig. Ich nehme so eine Dinge auch nur als Ziel.
Das ist, wenn die Leute jetzt anfangen, auch zu scalpen. Das Problem ist ja, dass sie dann oft, also die Leute, die im Scalpen nicht fit sind, um das mal so rum aufzuziehen, die Leute, die im Scalpen nicht fit sind, das aber sehen, dass sie sagen, ey, so eine kurze Position, das ist das Schönste, das will ich auch, diesen langen Aussitzen, das kann ich nicht. So, und dann gucken sie und dann sehen sie eine rennende Bewegung und dann springen sie da rein und wissen überhaupt nicht, wo sie jetzt irgendwie aussteigen. Die sagen einfach, oh, jetzt fängt er an zu laufen, jetzt springe ich da rein, dann gehe ich da unten raus. Das macht der Dirk ja auch, das mache ich jetzt einfach mal mit. Und dann kriegen sie an den Backen und wissen gar nicht, warum. Deswegen meine ich so, solche Ziele muss man sich dann einfach irgendwo, so wie du das hier machst, so 200-Tage-Linie und so weiter, ist vollkommen richtig. Genau, ich muss doch einfach wissen, wo reagieren die anderen Händler? Wo passiert was? So wie du da oben beim Eurofang gesagt hast, da oben wird er reagieren. So, und wenn ich so eine Marke vor der Nase habe, die muss ich mir rausziehen, muss einfach wissen, okay, da habe ich dann im Markt nichts mehr zu suchen. Oder ich bin so sadistisch veranlagt, ich will jetzt eine Ohrfeige haben. Dann bleibe ich drin. Ja. So, die Verheirateten wissen, was ich meine. Das gefällt dir ja auch, Thorsten. Genau. Sag mal, gib dem Kind ruhig einen Namen. Ja, genau. Und jetzt nochmal, also ob wir jetzt hier noch ein Setup haben, also grundsätzlich bin ich da absolut bei dem, habe ich ja gerade gesagt, was der Thorsten gesagt hat. Typisch wäre jetzt, und da muss man aufpassen, die Open Range haben wir jetzt ja hier. Ne? Und es gibt ja ganz viele Open Range Breakout Trader und die Open Range hat so ihre Tücken im DAX. Und das sind übrigens Sachen, die man scalpen kann. Wenn er jetzt zum Beispiel hier, ich gehe davon aus, der wird jetzt gleich hier runterrutschen ein Stückchen. Ja? Also der kann jetzt aber nochmal kurz nach oben, das macht alles nichts. Aber der wird kurz aus dieser Open Range rausgehen, wenn er jetzt hier runter geht, und wird dann aber dann höchstwahrscheinlich zurücklaufen. Ein Fake. Weil, bitte? Ein Fake praktisch. Genau, ein Fake. Und was übrigens, was man gut scalpen kann, also wenn er das jetzt macht, werde ich das auch mal machen, beziehungsweise hier mal mitnehmen, die Nummer. Hier die Size nochmal ganz klein. Und zwar hier unten, das geht auch mit dem Stereo Trader, mit der neuen Version. Das sind Stundenpivots. Ja? Das sind so Sachen, die hat kein Mensch auf dem Schirm, glaube ich. Stundenpivots. Weil normalerweise hat man Pivots irgendwie auf Tagesbasis. Also ich meine, der ganze Handel ist immer so ausgelegt, so Tagesbasis, Tageschart und irgendwie ganz groß. Und der Stereo Trader ist ja halt eher so im ganz Kleinen unterwegs. Und deswegen passt auch der Stundenpivot da hervorragend dazu. Und ich gehe fast jede Wette ein, der wird reagieren. Und das sind genau solche Sachen, wo dann zum Beispiel Fehlausbrüche, wo die scheitern. An zum Beispiel so einem Stundenpivot. Also es ist völlig verrückt, aber das funktioniert wirklich in 99% der Fälle. Ja. Klingt jetzt total wahnsinnig, aber es ist wirklich so. Und wenn man dann nur irgendwie so 3-4 Punkte mitnehmen will, einfach auf den Tick genau hier an dem Stundenpivot eine Order platzieren, und dann irgendwie Stop-Loss, 3 Punkte und gucken, was passiert. Also Stundenpivot muss ich sagen, Dirk, das halte ich auch für sportlich. Aber wenn du sagst, da hast du schon so, sag ich mal, so eine Art Pfade im Chart lesen können. Also Stundenpivot habe ich selber, also Tagespivot ist eh klar, ja. Aber Stundenpivot ist doch schon sehr exotisch. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ist das der Pivot jetzt vom Kassa-DAX oder vom 24-Stunden-DAX oder ist das der Future? Das ist einfach nur von der letzten Stunde. Von der letzten Stunde. Also von der Kerze der letzten Stunde. Pivot berechnet sich ja aus Low, High und Close. Genau, durch 3. Und richtig. Der berechnet es jetzt einfach von der letzten Stunde. Also ich kann auch hier natürlich die anderen anzeigen. Hier jetzt, das wären die Vortagespivots, hier die Vorwochenpivots und noch die Monatspivots. Kann ich, also klar, das sind alles Sachen, die irgendwo funktionieren. Aber jetzt aber je größer der Timeframe, umso ungenauer wird es. Was ich jetzt meinte, ist praktisch, du hast ja auch den Future Close drin. Also das heißt, also die Pivot ist ja ein Unterschied, ob du jetzt den Pivotpunkt von der Stundenkerze nimmst oder den Future Pivotpunkt jetzt als solchen. Also nimmst du schon die Kerze, die wir jetzt hier in unserem CFD sozusagen sehen. Das ist dein Pivotpunkt. Also nicht vom Future jetzt abgeleitet. Meistens ist nah dran, genau. Aber es hätte ja sein können, dass das Pivot das irgendwie adaptiert. Nee, also das ist ja ohnehin, also von der Ausprägung ist das ja dem Future sehr ähnlich und nee, klar, also nur darauf bezogen. Also wenn dann halt irgendwie mal 1-2 Punkte Abweichung, dann sind bei so einer Kerze in der Ausprägung eben, Toleranz. Das macht ja nichts. Also jetzt auf dem Pivot bezogen, das ist dann im Endeffekt nur ein halber Punkt, das tut ja nicht weh. Nee, klar. Aber ja. Und das, aber wie gesagt, um das nur zu sagen, deswegen, da muss man aufpassen, ja. Also die Open Range, also es kennen sich ja auch einige, die das erfolgreich traden. Oliver Schwab zum Beispiel hat eben auch mit seiner Sportstrategie und der hat auch jede Menge Filter drin. Also die gehen auch nicht hier einfach jetzt dann
mal eine Runde Short, setzen hier eine Order drüber und gucken, was passiert, sondern da gibt es schon auch eine Menge Kriterien. Hm. Und das sind genau solche Geschichten, nämlich um Fehlausbrüche zu vermeiden. Ja? Also das passiert jetzt nicht bei der Strategie, die ich gerade angesprochen habe, auf dem Pivot. Nur ich habe halt eben beobachtet, dass halt eben solche Breakouts wirklich genau an solchen Punkten dann erstmal bremsen. Das ist halt echt absolut typisch ist. Und deswegen, wer jetzt zum Beispiel die Idee hat, ich mache jetzt hier, geh mal short unterhalb der Open Range, sage ich nur Vorsicht. Ja, das kann funktionieren, aber selten. Also ein Backtest versagt es wirklich, wenn man das so macht. Wenn man einfach nur zum Beispiel hier oberhalb eine Order legt als Long und dann unterhalb als Short und sagt dann, gut, lass ich laufen, geht im Backtest wirklich fürchterlich in die Hose. Ja. Alles schon ausprobiert. Ja, das kann ja der ein oder andere sich jetzt sicherlich auch mitnehmen, der da schon mal gehört hat von dem ganz simplen, na, ich setze mal hier einen Sell-Stop und einen Buy-Stop irgendwie und dann machen wir das einfach mal so. Nee, so einfach ist es nicht. Da gibt es schon noch zusätzliche Filter und eben Erfahrungswerte, um dann wirklich den Entry auch zu tätigen. Ja. Muss man sagen an dieser Stelle. Wie gesagt, da gibt es ja im Internet viel, ja, aber Versuch und Irrtum, wie gesagt, das kann man hier dann schon mitnehmen. Da gehört noch ein bisschen was dazu, dass man da nicht einfach immer blindlings dann einfach dieser klassischen neuen Hochs oder neuen Tiefs kaufst, weil, wie du schon sagst, der spuckt kurz drunter, macht den Entry, zack, und dann läuft er wieder 30, 40 Punkte rein, holt den Stop-Loss ab. Und im schlimmsten Fall macht er das auf der anderen Seite auch nochmal und am Ende ist gar nichts passiert. Also heute hat er ja, was man aber auch sagen muss, ich habe jetzt zum Beispiel hier jetzt nochmal die 8 bis 9 Uhr eingegeben, ja, das ist ja die Range. Mhm. Und die Open Range basiert ja zum Beispiel darauf, dass man sagt, okay, die Range ja selber wird nochmal in eine Richtung verlängert. Das hat er heute Morgen tatsächlich gemacht, ne? Also wenn mich das hier mal anguckt, ich weiß nicht, ob man die dünnen weißen Linien hier gut erkennen kann. Also das hier ist ja die Range an sich, also steht hier dran auch mit ORH, also Open Range High. Und hier oben, leider nur ganz dünn, dort ist eine ORHX, also die Erweiterung von der Open Range mit einem Faktor 1. Die hat er eigentlich ziemlich genau angelaufen. Ne? Das heißt, wer heute Morgen von der 8 bis 9 Uhr Range das getradet hat, der ist tatsächlich fast ins Ziel gekommen. Einen Tick oder so davor hat er gebremst. Mhm. Ja, das sind so, da hat es funktioniert. Aber auch da sieht man, ne, wenn man mal genauer drauf guckt, ich mache das mal ein bisschen größer hier auch, wenn man genau drauf guckt, was da passiert ist, ist es auch da so, der ist hier oben dran gelaufen, hätte hier erstmal die Long Order gefüllt und dann wäre es erstmal einen ordentlichen Rutsch wieder runtergegangen und dann erst hoch. Und ganz oft ist es echt so, dass er halt wirklich dann in eine Richtung ausbricht und dann in die andere Richtung zurückläuft, auf der anderen Seite ein Fehlausbruch und dann irgendwann läuft das Ding tatsächlich erst. Und das kostet Geld in der Regel, ne? Ja, ja, genau. Den Euro sehe ich hier übrigens auch gerade. Ne, da sieht man auch schon die Reaktion, geht auch schon los hier. Läuft in Zielrichtung. Genau an der FIBO. Läuft in die Zielrichtung. Ja, also genau die Reaktion hier. Ne? Also das Ding, das wird reagieren. Also wo der hier herkommt, der rote, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber ich habe hier auch ein Stunden-FIBO. Und es clustert ja halt. Ne? Das heißt, wir haben hier so eine Klumpenbildung von Widerständen. Also wäre sehr verwunderlich, wenn er nicht reagiert. Heißt aber nicht, dass der das Tick genau machen muss. Ne? Der kann genauso gut jetzt bis da oben hinlaufen und dann halt nachher mit einem riesen Doch da unten wieder enden. Ne? Da muss man halt, ist nicht so einfach zu handeln, sowas. Also von daher, die Frage nach dem aktuellen Setup, schwer. Also die Range ist ja auch überschaubar, so generell, wenn man sich das hier anguckt. Ich mache mal nochmal die 10 Uhr an. Da haben wir jetzt insgesamt irgendwie eine Range von, wo sind wir da? Ja, 50 Punkten. Also, ja gut, es ist nicht so schlecht. Ne? Also ich habe befürchtet, es würde heute schlimmer werden. Ja, insofern, aber also die Bewegung heute Morgen, muss man schon sagen, hast du auch sehr gut eingefangen, ja, mit dem kleinen Stop-Out und dann trotzdem nochmal Position rein, dann positive Pyramide, das war schon wirklich mustergültig, Dirk. Das hast du echt gut abgeliefert und das hast du auch schön dargestellt. Ich denke, da hat heute jeder ein Stück weit was mitnehmen können von der Trade-Idee, sage ich mal. Ja, die Ideen hast du ja eh viele, sagst du ja ohnehin, aber von der Trade-Idee selber bis zur Ausführung und zur Umsetzung und dann eben auch hier schön die Ziele sozusagen reingenommen. Also wirklich hervorragend, also besser kann es gar nicht laufen. Das, obwohl der DAX eben, wir haben ja vorhin gesehen, so 109 Punkte oder lassen mal auch mal 150 laufen. Mit 50 ist gerade jetzt auch noch nicht so viel passiert. Da kommt heute noch was. Und wir haben ja 14.30, wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, Jungs, wir haben denselben Einwahllink. 14.15, also 15 Minuten vor den News aus den USA, schalten wir uns dazu und dann können wir mal sehen, dass der DAX da sicherlich auch Wallung bietet. Wie gesagt, viele Fed-Index, ein paar Immobiliendaten,
da darf man schon hoffentlich Bewegung erwarten. Man kann es nie garantieren. Die Erstanträge kommen ja auch noch rein. Was für News da kommen, ist völlig wurscht, hat ja Dirk vorhin auch gesagt. Die News reden dann eh immer den Kursen nach dem Mund. Insofern warten wir da einfach mal ab, was reagiert. Und ich denke, da dürfte was reagieren. Und dann reizen wir die Range, die uns ja jetzt noch zur Verfügung steht beim DAX, definitiv auf. Mal sehen, ob das dann auch eintritt, was Thorsten sagt. Theoretisch die 11.7 ja heute auf jeden Fall ein Punkt, wo Thorsten schon vorhin orakelt hat. Ich bin mal gespannt. Ja. Wir werden das dann 14.15 oder nach 14.30 bis 16.00 dann auf jeden Fall mal annehmen und erwarten und mal schauen, was da kommt. Und vielleicht finden wir da auch ein schönes Setup. Aber jetzt aktuell sagst du, hast du keinen Handlungsbedarf. Also das ist jetzt, siehst du es ja auch in den Kerzen, so ein Stück weit Orientierung, oder würdest du dann jetzt doch irgendwann mal sagen, nee, Orientierung schon. Also was er jetzt hier macht, ist ein typisches Bild. Also die Kassa-Marke, das ist ja die hier, die 9 Uhr-Marke, die durchstoßen und nicht mehr von unten bestätigen. Das heißt, eigentlich ist das schon ist ein Zeichen dafür, dass er eine Runde tiefer will. Ja? Mhm. Also zumindest oft gesehen. Das ist natürlich so persönlicher Erfahrungswert. Also er hat die hier nicht mehr erreicht. Ne? Und das ist meistens Zeichen oder oft Schwäche. Ist das halt wirklich Indiz dafür, ich gehe mal eine Runde tiefer. Ne? Mhm. Und da sehe ich halt echt hier unten, aber das hier auf jeden Fall als Barriere an. Also hier Stundenpivot bei 11.750 etwa. Und direkt darüber 11.754, auch ein ganz wichtiger Widerstand, der auch schon mal hier, sieht man das auf dem Stundenchart wieder, auch schon mal recht gut funktioniert hat, der hält möglicherweise. Ja. Kann natürlich auch sein, dass er durchgeht. Ich werde ihn mal versuchen hier, ich packe mal die Order hier hin. Neues Tief zu verkaufen. Bitte was? Neues Tief zu verkaufen. Ja, genau. Und Stop wird also so zum Opening setzen, ja? Was sagst du, den Stop würdest du oben dann wahrscheinlich, den Stop so über die letzten Kerzen da, über die Dochte da oben drüber, genau. Oder würdest du das direkt beim Market oben hinsetzen? Das sind ja ohnehin etwa 10 Punkte, also das, beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr hier, wo der dann jetzt gleich landet, also mit den 10 Punkten, ja, da gehört der eigentlich hin, ne? Aber das ist eine Nummer, die muss man echt, die muss schnell laufen, sonst wird die nicht funktionieren. Mhm. Das ist meine Befürchtung. Hier haben wir natürlich, die Kerzen hier angucken, ja, ne, das ist auch nach dem Motto, oh, guck mal, geht ja long, das ist so eine Veräppelkerze. Jetzt haben wir hier natürlich auch so einen doofen Moving Average, der beeindruckt mich jetzt erstmal nicht. Aber das ist ja das Motto, ne? Wir irgendwie kaufen teuer und verkaufen noch teurer, oder verkaufen billig und kaufen noch billiger wieder ein. Wir haben hier übrigens, danke für die Darstellung. Bis jetzt muss ich sagen, positives Feedback im Chat. Ich sehe auch gerade, Thorsten haut hier noch einen raus, gerade per schriftlicher Angabe oder Mitteilung. 11.681 sagt er. Und 6.661 sogar mit Spikes. Also hier bekommt ihr gerade richtig genaue Marken vom Thorsten heute für mögliche Tiefs im DAX. Wie gesagt, unverbindlich, keine Handelsempfehlungen, das wisst ihr. Wir covern hier den Markt. Wo Jungs. Will er hin? 11.661 mit Spike und 11.681 heute sozusagen ein Tiefpunkt im DAX. Also Thorsten, sensationell, wir werden das auf jeden Fall auswerten. Wir haben das jetzt hier auf 11.681 bis 15 Uhr. Okay, gibst du mir noch die Sekunde dazu, Thorsten, aber geil. Nee, das ist schon wirklich nicht. Ich bin mal echt gespannt. Wir haben das hier auf Band sozusagen. Also es wird die Nachwelt auf jeden Fall sowohl jetzt dann eben oder heute Nachmittag dann auswerten können. Es ist definitiv fantastisch. Aber das ist mal eine Ansage. Ja, da hat jemand, man sollte nie eine Meinung haben, so heißt es ja auch in Kreisen, aber du brauchst natürlich eine Trade-Idee. Also du brauchst, wie beim Dirk vorhin, ja, du musst ja irgendeine Idee haben, was willst du machen. Und wenn Thorsten davon ausgeht, beispielsweise, wir sehen eben noch die 11.700 unterschritten, dann ist es sein Ansatz, seine Idee und da fokussiert er sich drauf. Wenn der Markt jetzt nach oben rausgeht, dann hat er auch Plan B, beziehungsweise dann auch einen Stop, wenn er denn Short wäre, um sich dann umzupositionieren. Aber man muss sich natürlich Gedanken machen. Und wie du das Ziel jetzt herleitest, Thorsten, ich glaube, das würde zu weit führen, oder? Ja, ich bin ja deswegen hier, weil wir ja im Allgemeinen einen gesunden Meinungsaustausch pflegen. Das heißt, Absolut. Ich bin ja in dieses Webinar mit meiner Meinung reingekommen und gehe jetzt mit dir zu einer Meinung wieder raus. Okay. Das war nur bei 1.700, ne? Jetzt sind wir schon drunter, siehst du? Also ich wollte auch sagen, ich würde dem Thorsten ja gerne widersprechen, ja. Einfach um recht zu behalten. Nein, Quatsch, aber es ist. Das ist deine feminine Ader. Es ist ja einfach so. Also das ist ja die grundlegende Einschätzung, aber wie immer gilt halt einfach,
wie ist der Weg dahin? Ne? Das ist immer so das Ding. Also ich bin da auch immer so, ich muss da ein bisschen schmunzeln bei manchen Analysen, ja, wo dann irgendwie steht, ja, DAX wird heute irgendwie das und das erreichen und dann am nächsten Tag schreiben, siehst du, hast du erreicht. Gut, dass er dazwischen dann 300 Punkte erstmal andersrum gelaufen ist, war doof, ne? Aber da muss man halt echt immer aufpassen, was nimmt man davon für seinen eigenen Handel eben mit. Ne? Was ist der Konjunktiv? Ich werfe hier einfach mal was rein. Ist ja vielleicht mal so die Idee, die man mal aufgreifen kann. Ich handle ja den DAX eher mittelfristig, das heißt, ich mache meine Tagesanalysen, suche mir dann Marken, wo ich mal mit, sag ich mal, mit 15, mit 20 Punkten Stop reinkomme. Dirk macht das ja viel feiner. Vielleicht kann man ja mal im mittelfristigen Zeitrahmen mal ein Webinar planen, wo wir uns einfach mal zusammenschmeißen und mal versuchen, Live-Trading zu machen, wo wir die mittelfristigen Einstiege mit Scalping-Einstiegen versuchen zu verschmelzen. Klingt auf jeden Fall gut. Also da gibt es mal Feedback, aber ich glaube, da brauche ich gar nicht nachfragen. Wenn es euch gefällt, liebe Teilnehmer, einfach mal ein Feedback reingeben. Das wäre ja praktisch eine Geschichte vom Swing Trading bis zum Scalping runtergebrochen. Wie finde ich einen Einstieg, um die große Bewegung mitzunehmen praktisch, ne? Genau. Das ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Ne? Also das ist ja auch was, ich versuche das auch sehr gerne, aber die Gelegenheiten bieten sich natürlich nicht wahnsinnig oft. Ich meine, das Beste, was man hinbekommen kann, ist ja wirklich, wenn man die Timeframes staffelt. Also ich habe das auch mal in einem Video gezeigt, wo ich das zum Beispiel beim Dow Jones gemacht habe, in einem Rücklauf. Das gelingt aber nicht wirklich oft. Das ist echt schwer. Also das heißt, mit Staffeln meine ich ja halt, wenn man das ja wirklich schafft, von einer Minute sich hochzuarbeiten bis zum Tageschart. Und das heißt also, den Trend eigentlich beginnt auf einer Minute. Das ist auch das, was der Thorsten ja auch meint mit Sicherheit, dass man wirklich auf einer Minute beginnt, so wie man eigentlich Skype beginnen würde und sich dann halt immer weiter hocharbeitet, bis man letzten Endes im größten Chartbild dann eben drin ist, nämlich im Tageschart, und dann das Ding halt als Swing laufen lassen kann. Wenn man das hinbekommt, das ist ja auch der Sinn davon, dann hat man natürlich die Chance, dass man mit einer entsprechend großen Position dann ja halt auch in der Lage ist, so eine Nummer dann auch zu machen. Also beim Swing habe ich ja sonst immer das Problem, dass ich ja halt relativ große Stop-Loss eben auch brauche, ja, und damit entsprechend die Positionsgröße natürlich nicht so ist. Und hier wäre es dann halt dann entsprechend so, dass man auch eine entsprechende Size hat und damit natürlich auch viel mehr da rausholen kann. So, hier zwischendurch läuft der Kollege Dax hier übrigens gerade runter. Und das dynamisch wie von dir auch angenommen. Ja. Also es hält sich in jetzt Grenzen. Grenzen, aber er ist zumindest dynamisch durchgelaufen. Aber das ist jetzt keine Limit-Pullback gewesen, sozusagen, oder? Das war nur ganz normale Stop-Order, ne? Mhm. Die kann man auch sofort absichern. Also das macht keinen Sinn, wenn der jetzt hier nochmal zurückkommt, dann bringt das nichts. Yeah. Also der sollte jetzt schon hier in einem Rutsch hier unten hingehen. Wir haben jetzt hier einen Open-Range-Breakout und das wäre so jetzt meine favorisierte Bremse an der Stelle. Hätte ich mal ruhig ein bisschen größer machen können, die Size hier. Ne? Na gut. Hinterher kennst du die Geschichte. Im Nachgang ist es immer schön. Ja, also Stop-Order ist sowieso immer ein bisschen tricky. Der muss er halt auch direkt laufen, weil ganz oft ist es so, dass er durch den Stop-Order eben auch durchgeht und dann sofort zurückkommt. Aber hier ist jetzt Nirvana. Also da ist nichts. Da sollte der nicht bremsen. Der sollte schon jetzt hier unten hinkommen. Bei 57, also habe zumindest ich hier nichts, sondern jetzt noch 3 Punkte tiefer und dann passt das. Gehst du, machst du dann einen Close komplett, also schließt du die Position komplett, oder würdest du dann da nochmal pyramidisieren, theoretisch, um zum nächsten Pivot Point zu laufen? Nee. Ich will da auf keinen Fall pyramidisieren. Also das ist jetzt nur so ein, ich halte das für ein Fake jetzt auch erstmal. Und weil, wie gesagt, das sind so die Bereiche, also hier habe ich nochmal ein Cluster, hier habe ich mein Stundenpivot und das, wie gesagt, der reagiert wirklich in 99 von 100 Fällen, da rennt der jetzt nicht einfach drüber und deswegen packe ich jetzt da auch meinen Trigger hin für den Trail, also das sind dann hier 14 Punkte, das sieht man hier oben, wird angezeigt, ne? Wenn ich das verschiebe, ändert sich auch die Zahl, das heißt, er soll hier anfangen zu trailen und dann darf er hier auch reagieren. Von der Plattform aus, das heißt, du kannst im Chart natürlich, logischerweise hast du ja gerade gemacht, den Trail verschieben, aber auch punktuell oben genau exakt auf 15 Punkte festlegen, okay? Richtig. Also hier fehlt jetzt noch irgendwie so ein Tick. Mal gucken, ob er den noch macht. Na, Thorsten hat bestimmt im Future-Markt jetzt seine Orders drin. Ja, nicht ganz getroffen, den Pivot. Kriege ich den noch? Kriege ich ihn noch? Oder kriege ich ihn nicht? Was sind die Unterschiede? Wir handeln seit 7,93 sind wir schon. So, ich kann den hier auch direkt aktivieren. mit Shift, also hier mit Shift-Klick auf Trail kriege ich den auch sofort jetzt aktiviert.
Ah. So, hängt es direkt dahinter. So, genau. Übrigens genau auch wieder die Extension hier, die ORLX Von der Open von der Range. Gesamtrange hier. Genau. So, aber hat doch funktioniert. Sauber. Aber hier, wie gesagt, also den Stundenpivot gebe ich ihm noch. Da setze ich auch mal einen Long hin. Das wäre nämlich echt der typische Skype an der Stelle. Und der, wenn der funktioniert, dann wirklich auf on the point. Und der kriegt von mir jetzt mal einen Stop-Loss von 3 Punkten. Dann werden wir gleich mal sehen, wie Also, genau das Zeug funktioniert. sagen wir mal, schön aggressiv, du mein Großer. Das ist meine Ansage hier. Ein Stop-Loss von 3 Punkten. Also das ist, Ja. sagen wir mal, eine schöne Schmackeskiste. Ja, das kann man schon mal machen, ne? Da kann man natürlich jetzt auch die Size dann ein bisschen größer machen, wenn ich hier nur so einen kleinen Stop habe. Machen wir hier mal das Doppelte. Da komme ich immer 4 Punkte. So, mehr kriegt er nicht. So, jetzt hier den Spread einkalkulieren. Das heißt, ich bin hier bei 49, 64. Also es muss wirklich auf den Tick gehen, wenn er das macht. Aber scheint er nicht zu machen. Ne? Und das ist halt echt so, das ist so der Klassiker, ne? Jetzt hier einfach zurückläuft und das war's dann. Also, Na gut, den Exit hast du wenn er aber jetzt zurück, formidabel erwischt. wenn er Ja, jetzt genau. zurückläuft, ist für dich das Setup hinfällig, richtig? Oder lässt du es jetzt, lässt du die Order trotzdem da unten drin? Sagst du, vielleicht macht das ja doch noch. Ich lasse die drin jetzt erstmal. Also die ist gültig bis 11 Uhr. Und was auch typisch ist im DAX, das sind so mal eben ein kurzes neues Tief und dann doch wieder hoch. Und das sowas passt dann halt auch dazu, ne? Solche Geschichten. Übrigens. Deswegen. Aber generell sieht man ja auch, ne, dass die Sachen, die ich habe ja nicht so wahnsinnig viele Linien hier, ne? Also beziehungsweise Marken. Das ist aber Zeug, das funktioniert. Sieht man hier ja auch. Sowas kann man handeln, definitiv. Also ich hätte jetzt hier natürlich auch long gehen können, aber ich dachte, er macht die Übertreibung. Gut, ist so. Und aber das sind halt wirklich Reaktionspunkte und das ist auch, glaube ich, ein ganz netter Beweis gerade dafür, wie verlässlich Fibos funktionieren, wenn man weiß, wie man sie anwendet. Weil das hier sind alles Fibos. Da oben hat er gebremst, deutlich an der Fibo. Hier hat er reagiert, entsprechend an der Fibo. Und Es ist aber so, Thorsten, schon Dirk, an dieser Stelle, es liegt ja meistens im Auge des Betrachters, ne? Wie man sie eben anwendet und zu nutzen weiß. Ne? Das ist immer ein ganz ja, entscheidender klar. Punkt. Thorsten, stellst du dich noch mal kurz vor, der ein oder andere Teilnehmer, du wirst es nicht glauben, kennt den Thorsten noch nicht. Sag uns doch mal deinen ganzen Namen und woher du kommst, so was du treibst. Ach du Scheiße. Kommt Was ich vor, mein treibe, Guter. wollte ich nicht wirklich. Was ich treibe, wollte ich nicht wirklich wissen. Ja, gut, Okay. denn. Ja, ganz, ganz kurz. Mein Name ist Thorsten Helbig. Ich bin unter 60. Bin Inhaber der Firma Forex Pro Systeme, handel logischerweise auf dem Stereo-Trader von. Und da war er wieder weg. Ja, das Wichtige haben wir gehört. Allerdings. Also andersrum. Einer arbeitet und der andere sitzt irgendwo in der Gegend rum und. Thorsten, du bist leider gerade wieder off gewesen für ein paar Sekunden. Also der Zusammenhang. Wir haben gehört bis Stereo Trader. Das habe gerade gesagt, das war auch das Wichtigste eigentlich schon, aber da ist auf jeden Fall abgebrochen. Ich glaube, ich muss mein Headset mal neu installieren hier. Oder? Okay, ich arbeite logischerweise auf dem Stereo-Trader seit einem guten Jahr. Seit über einem Jahr arbeiten Dirk und ich, sage ich mal, ziemlich eng zusammen. Das heißt, unsere Community handelt auf dem Stereo-Trader, weil Dirk einfach hier aus dem MetaTrader das gemacht hat, was man eigentlich von der Profi-Plattform erwartet und hat da das draufgepflanzt, was andere völlig überladene Plattformen ebenfalls bieten. Aber eben nur das, was man auch wirklich nutzt. Und er zeigt immer regelmäßig, also wir haben ja bei uns im YouTube-Kanal, haben wir über 10 Videos oder 12 Videos sogar gedreht, glaube ich, wo wir die Funktion alles Stück für Stück erläutert haben, die man nutzen kann und nutzen sollte. Also wir handeln überwiegend Euro-US-Dollar nach einer bestimmten Strategie, nach unserem Euro-Pro. Und wir handeln den DAX mittelfristig nach einer bestimmten Strategie, sind eine Community mit circa 1000 Leuten ungefähr, die wir regelmäßig zusammen handeln. Wer mehr wissen will, einfach unter www.forexpro-systeme.de oder eine Mail an Chris oder so, dann kriegt er da wahrscheinlich auch eine Antwort. Und wir arbeiten eben seit einem
Ja, circa ungefähr arbeiten wir sehr, sehr eng mit JFD zusammen, weil wir sind ein sehr offener, transparenter Laden. Wir tun das, was wir sagen. Wir labern nicht bloß dummes Zeug, sondern das, was wir sagen, ist für uns auch Gesetz. Das machen wir auch, das zeigen wir seit über 10 Jahren, was Chris vorhin kurz erwähnt hat. Wir hatten im Dezember unsere 1000. Veranstaltung und da passte JFD bei uns sehr, sehr gut dazu, weil die einfach offen, transparent sind und da nicht dieses ganze Hickhack, was man sonst aus dem Markt kennt. Da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Ich glaube, was da gemacht werden kann und was da oft gemacht wird, kennt jeder zur Genüge. Aber vielleicht können wir das ja im separaten Webinar mal irgendwo machen. Ich will nicht Dirk seine Zeit klauen hier. Nee, um Sonst Gottes geht er Willen. wieder raus rauchen und dann ist er weg. Nee, um Nee, Gottes Willen. Also alles danke gut. auf jeden Fall für den Beitrag, weil wie gesagt, du bist ja auf jeden Fall ein gern gesehener Gast. Die spontane Aktion, dass du dazu kommst, war wie gesagt so nicht abzusehen, war aber schön oder ist schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. Gern. Und wie gesagt, Gern gesehener Gast, das höre ich selten. ich weiß, drum sage ich es ja, um dich ein bisschen zu bauchpinseln. Aber im Endeffekt, wenn du da Fragen habt, wie gesagt, wir arbeiten tatsächlich jetzt dann auch mit Forex Pro und dem Thorsten hier eng zusammen, eine super Nummer und er hat eine Community, um den Leuten eben sozusagen auch ja, an die Hand zu nehmen. Er hat eine echt vorzügliche Betreuung und wer da sozusagen seine Skills mal ernten will, der bietet auch immer wieder viele Geschichten an, nach dem Motto Schnupperkurse, Teilnehmen, Probeaktionen. Macht ja auch dieses Jahr wieder eine Sommertour, also wirklich eine ganz umfassende Geschichte vom Thorsten. Wir sind froh, dass wir ihn an Bord haben. Und wie gesagt, den Live-Event mit Thorsten, sowas steht auch aus, wobei ich sagen muss, er macht ja eh für seine Community Webinare mehrmals die Woche, Live-Marktkommentierung. Und da wird man schon reichlich versorgt, wenn man den Drang danach hat. Und man lernt, wie ist der Spruch nochmal? Bei dir lernt man das Angeln, richtig? Bei uns gibt es keinen Fisch, bei uns lernt man angeln, wenn Richtig. man denn will. Und nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Bei uns passiert was. Hier wird Gas gegeben. Okay, nee, wunderbar. Also sehr, sehr schön. Und auch im Zuge dessen, dass wir hier, ja, eben den transparenten Weg da gefunden haben. Ich denke, da seid ihr alle zufrieden mit. Und die noch nicht Kunden sind oder JFD kennen, dann gibt es nur eine Lösung. Testet uns, Demos gibt es unbegrenzt. Da die Frage auch, Thorsten, Quatsch, Dirk, Stereo Ja. Trailer, gibt es den auch für die Demo-Version? Kann man das, wenn man JFD-Demo hat, den da auch irgendwie testen? Gibt es da Optionen? Die Frage kam auf. Ja klar. Also auf JFD ja generell sowieso. Also wenn man JFD-Konto hat, einfach den Stereo Trader runterladen über die Homepage, die man übrigens hier findet. Ja, guck mal, vorbereitet hier. Stell mal Link rein, das ist gut. Luna übrigens, ne? Ja. Luna, genau, danke. Auch wieder eine Dame. Wir haben einige Damen am Start. Dirk, das wird wahrscheinlich an deinem Profilbild liegen. So, jetzt habe ich. Dann nimm das nächste Mal deins, nicht meins. Ja, aber wir haben wirklich viele Frauen. Das freut mich wirklich, muss man schon sagen. Also wie gesagt, das ist Frauen sind ja auch die besseren Trader, ne? Das ist auch so. auch das haben wir schon Also wirklich ab und zu hier thematisiert, aber sie sind in der Minderzahl in der Branche sozusagen, was bedauerlich ist. ja, Aber leider. ja. Also ich habe nur Ist eine. leider. Eine Frau, du hast die Dagmar, du hast die Dagmar und deine Frau und noch viele andere, Thorsten. Erzähl nicht so ein Käse, ne? Also wie gesagt, einfach von der Homepage den Stereo Trader runterladen beim JFD-Konto, wenn das vorhanden ist. MetaTrader muss natürlich vorher installiert sein, den Stereo Trader installieren und läuft auf jeden Fall mit dem JFD-Konto. Klar. Sehr, sehr gut. Ja. Oh, die Resa. So. Da haben wir die Resa, Thorsten. Jetzt gibt es nochmal einen Reminder an dich. Die Resa. Also dann schreib dem Thorsten noch am besten nochmal eine E-Mail, wenn du noch auf den Kontakt von ihm wartest. Also da ging es wohl darum, Karte ausgefüllt auf der WOT, aber leider noch nichts. Oh, der Resa. Ups. Mit Verlaub. Jetzt bin ich Fettnäpfchen getreten. Ne? Jetzt war ich zu sehr auf dem Frauentrip. Nee, passt aber. Also insofern hier Ja, eine einfach Mail mal. schicken. Mail schicken nochmal. Nochmal eine Mail an den Thorsten, er bittet dir bestimmt vielmals um Entschuldigen. Entschuldigung, das ist ihm da bestimmt nur im Zuge des eifrigen Geschäfts da unterlaufen oder da E-Mail nochmal Ich habe schreiben, vorhin dann. gesagt, ich bin über 50, unter 60. Über 50 ist sowas entschuldigt. Ja, das sei genehm, ne? Das sei genehm. Da müssen wir erst Cool. noch hinkommen, Thorsten, um so ein Brett an Markterfahrungen überhaupt zu haben, ne? Jo. Was ich auch mal noch ganz kurz zeigen kann, der Thorsten hat ja vorhin irgendwelche Marken in den Raum gerufen. Ja. Also was der DAX ja gerne macht, also wenn er jetzt hier so eine Bewegung fortsetzt, wäre dann auch eben entsprechend nach Fibos das Ganze zu erweitern. Da braucht man hier gar nichts malen mit dem Stereo Trader, sondern man schaltet hier einfach ein. Hier ein Klick auf PD heißt Previous Day, also die Vortagesfibos. Und dann kommen dann wahrscheinlich nämlich auch Thorstens Ziele da zum Vorschein. Das hat hier nur die Darstellung irgendwie gerade so ein bisschen. So, das sind wir. Hier wäre die Vortagesrange.
Minus 38, das wäre die 11673 zum Beispiel, wäre ein Ziel. Was du halt wirklich noch machen könnte. Und die nächste dürfte dann die hier unten sein. Oder? Ne, hier sind wir. Das passt doch viel besser. 11643. Thorsten, was hältst du davon? 11643. Das wäre ein also Durchstoß. Das wäre erstmal die 61er Erweiterung von der Range, die wir gestern hatten. Ja. Also die minus 61er. Es wäre gleichzeitig der Durchstoß ein kleiner durch die 20-Tage-Linie und exakt genau die 12-Tage-Linie. Das wäre schon deswegen, deswegen habe ich vorhin gesagt, genau in diesem Bereich unten, so eine Nummern wären ganz gerne, gerade wenn wir Nachrichten oder News oder sowas anstehen, ja, sind gerade solche Marken prädestiniert dafür, dass die mit einem Spike oder sowas ganz schnell, ganz kurz angelaufen werden. Ja. Logik ist, da liegen Order, die müssen irgendwo abgearbeitet werden und wenn der Schwung einmal da ist, dann spiket der da einmal runter, was dann auch leider Gottes die Leute oft verleitet, dann an solchen Marken, genau an solchen Dingern einzusteigen. Ja, kann man ja mit der Limit Pullback Order. Richtig, aber ja, es verleitet die Leute eher zum Short-Einstieg als zu einem Long-Einstieg, weil sie sagen, jetzt ist so ein Schwung drin, jetzt gehe ich da rein, dann ballert das Ding zurück. Ja. Ich wollte genau deine Worte gerade nehmen. Ich arbeite lieber an solchen Marken, wenn ich short im Markt bin, arbeite ich da unten lieber mit einer Limit Pullback und sehe lieber zu, dass ich dort unten erstmal Punkt A meine Short-Position schließe und mit einer Limit Pullback, mit einer anderen Strategie, mit einer Limit Pullback sogar das Ding gleich drehe und die nächste Long-Position dort unten mitnehme, ebenfalls mit einer Limit Pullback, um den Rücklauf ganz kurz mitzunehmen, so wie Dirk das gerade präsentiert hat, mit ganz kurzen Stops. Ja, genau. Also wir haben es ja vorhin ja auch schon gesehen. Ne? Also es waren ja hier diese, das habe ich natürlich die Statistik hier zwischendurch gelöscht, aber das waren vorhin 4 Punkte extra, die er da gemacht hat. Also hier oben in dem Bereich, wo ich da Short eingestiegen bin. Das war ein ganz netter Vorführeffekt. Aber so ist das ja generell das Prinzip. Also ganz klar. Aber wer das handeln möchte, um da vielleicht auch mal was dazu zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, gut, ich gehe Short, ich baue da drauf, ja. Also ne, Gewähr von keinem von uns hier, ganz klar, es ist nur eine Idee. Aber wenn man das machen möchte, ist es halt auch wichtig, den Stop entsprechend zu setzen. Und der gehört dann hier auch leider Gottes wirklich hier oben drüber. Ganz klar. Stop. Weil das ist das der. Bitte? Stop? Was ist das? Ja, ist klar. Den Stop-Loss. Nicht nach dem Motto, Stop-Loss ist was für Mädchen. Also wenn man die Nummer machen möchte, muss man den Bereich hier oben definitiv einplanen. Also er kann völlig stressfrei da oben nochmal hinlaufen und dann trotzdem runter. Weil das halt eben der Korrekturbereich hier ist, also die Korrekturwelle von der Abwärtsbewegung. Und solange die nicht verletzt, ist alles gut, aber der ganze Bereich hier dazwischen, jetzt hier, wo wir sind, von 63 hoch bis 810, das ist jetzt alles einfach, ja, so luftleerer Schippel hin und her Raum, ne? Wo einfach alles drin passiert. Aber eine schöne Formation. Bitte? Aber eine schöne Formation. Ja. Die aufgehen könnte. Ja, ja, klar. Und von daher, ich meine, hat ja alles gepasst, ne? So, also generell, ich glaube auch irgendwie, wenn jetzt ohne es kontrolliert zu haben, wenn man auf das Sentiment guckt, also zum Beispiel das Euwax-Sentiment, was ja die das Derivateaufkommen, glaube ich, widerspiegelt im DAX. Da sieht man ja, wie viele Long von der Masse eher Long oder eher Short sind. Und also ich könnte mir vorstellen, dass da halt ganz viele wieder Long waren. Ne? Also das passt zumindest dazu. Mhm. Und dabei ist es manchmal wirklich einfach. Ne? Also es soll auch gar nicht doof klingen. Ne? Aber wenn man das wirklich halt mal so betrachtet, ohne viel Schnickschnack, ohne viel Linien, sondern einfach hier nur von der Markttechnik her und dann wird es sehr schnell auch viel plausibler. Also mit gestern das Gleiche in Grün, ja, also hier oben, um das auch mal vielleicht, ein bisschen Zeit haben wir ja gerade noch, um das vielleicht noch mal, auch nochmal ganz kurz im Detail zu erklären. Also hier, klar haben wir hier eine Aufwärtsbewegung und dann mal halt hier eben dieser Fast Hanging Man. So, was ist danach passiert? Eine ganz deutliche Abwärtsbewegung, die gehört eigentlich dazu. Also die beiden sollte man eigentlich schon zusammen betrachten. Also ich bin zwar direkt hier oben short gegangen, weil ich mir das dachte, zumal wenn man das jetzt hier in einem anderen Timeframe mal darstellt, bei 5 Minuten zum Beispiel, wird man auch ganz klar sehen, muss ich hier ein bisschen zusammenraffen, das sieht man dann doch nicht so klar, muss ich mal ein bisschen größer hier machen. Da sieht man, wo bin ich denn jetzt hier?
hier kurz verirrt. So, da oben sieht man nämlich, das hat alles genau hier geschlossen, ja, also an der Grenze da oben. Das sind alles nur Dochte. Bei einer Minute weiß ich es nicht, aber 5 Minuten, 15 Minuten, alles nur Dochte hier oben. Und das war dann für mich mit dem fertigen Bild, das er dann eben auf einer Stunde gezeigt hat, nämlich mit dieser lustigen Kerze, die einem, ich muss das hier nochmal einschalten, dass er das von selber macht, so, nämlich, Entschuldigung, mit dieser Kerze, die dann halt eben hier abschließt und fast wie ein Hanging Man aussieht, ein Hanging Man mit einer Antenne eigentlich, wenn man so will. Deswegen bin ich da oben erstmal direkt short reingegangen, weil darauf folgt ganz oft erstmal eine Abwärtsbewegung. So, ob die dann weiter fortgeführt wird, steht auf dem anderen Blatt. Dann kam aber bei mir hier zum Zuge eben die 822, ist hier mit Schlusskurs unterboten. Und damit war für mich die Sache dann auch eigentlich schon klar. Aber selbst wenn man das jetzt mal weglässt, also diese Marke, dann hat man doch hier eine relativ klare Geschichte. Nämlich hier erstmal ein Hanging Man, den Docht kann man sich wegdenken, mit einer bestätigten Abwärtsbewegung. So, und dann ist es doch zumindest mal, liegt es auf der Hand, dass er versucht, ja den Trend zu brechen. Darum geht es ja immer. Es geht immer darum, Trends zu versuchen zu brechen oder Trends zu versuchen zu erhalten. Und wo beginnt oder beziehungsweise wo ist die letzte Aufwärtsbewegung von dem Trend? Das ist mal noch ein bisschen größer, damit man das noch deutlicher sieht. Die letzte nachhaltige Aufwärtsbewegung war die hier. Das ist die Kerze. So, und beziehungsweise das war so der letzte Versuch, der schon ordentlich beantwortet wurde. Also geht es doch darum, als nächstes dieses Ziel hier anzugreifen. Und deswegen ist es nur, ich will es nicht sagen logisch, das ist immer so ein böses Wort an der Börse, aber es liegt auf der Hand, dass das zumindest getestet wird. Und deswegen kann man bei sowas dann auch short reingehen. Und dann findet man ja auch schnell raus, okay, funktioniert da unten oder funktioniert eben nicht. Und wenn das gebrochen ist, also spätestens an der Stelle, bei dem, was wir hier hatten, ist der Aufwärtstrend tot. Ja, da kann ich so viele Linien reinzeichnen in den Chart, wie ich will, und sagen, ja, hier ist irgendwie mein Trend oder da. Hier ist das Ding aus Sicht der Markttechnik tot und gebrochen. So, und deswegen auch hier, das ist ja vorhin nochmal gefragt worden, wo die Linie herkommt, jetzt ohne dass es hier so genau vorhin kontrolliert hat, sieht man aber doch, das ist genau der Bereich hier. Da, das ist, wo die letzte Aufwärtsbewegung war. Und genau dort habe ich die Reaktion auch gehabt. Und das ist Markttechnik. Also einfach die simpelste Regel von der Markttechnik. Und deswegen, so kommt man dann eben auch darauf, und dann muss man auch gar nicht mehr, wenn man sowas sieht, braucht man überhaupt nicht mehr an Long auch großartig festzuhalten, sondern sollte dann lieber irgendwie dann, wenn man Long ist, dann erstmal sagen, gut, das war da wohl nichts. Aber daran festzuhalten und dann meinetwegen noch zu verbilligen, das funktioniert nicht. Also ich habe ja halt auch, ich das vorhin auch mal kurz nur angeschnitten, also der Stereotrader kann zum Beispiel halt nach genau diesen Regeln trailen. Und ich kenne ja natürlich, und das ist ja natürlich auch so ein bisschen mein Vorteil, ich kenne ja die ganzen Backtest-Ergebnisse, die da rauskommen. Und ich weiß, dass das verlässlich ist. Nämlich wenn sowas passiert, ja, wenn ich zum Beispiel, ich bin hier long, ja, würde den Stop als Beispiel immer unter der Stundenkerze herführen. Und ich weiß einfach aus den Backtests, dass an so einer Stelle, das macht keinen Sinn mehr, wenn so eine Bewegung auftaucht, wenn nämlich das Hoch der Kerze, wenn das Tief der Kerze, die das letzte Hoch ausgebildet hat, wenn das gebrochen wird per Schlusskurs, was wir hier haben, macht es keinen Sinn, daran festzuhalten. Dann ist das Ding zwar nur längst nicht garantiert short, aber es ist garantiert nicht mehr long. Und so kommt man dann halt eben auch auf solche relativ einfachen Betrachtungsweisen, also einfach nach den Regeln der Markttechnik. Und schön erklärt. Das nochmal wirklich ganz hier im Detail wirklich zu erklären. Das konnte sicherlich jeder auch hier sehen. Ja, und ja, das ging vorhin ein bisschen schnell, weil ja zwischendurch hier auch ein Trade gelaufen ist, deswegen wollte ich das jetzt nochmal aufgreifen. Und wie man ja auch sieht, ne, also die Linie, die ich hier vorhin so reingezimmert habe, mal eben so Pi mal Daumen, das passt hier. Das ist einfach genau das Ding. Ne? Und eben plausibel. Und deswegen, nur weil dann halt irgendwie so ein Diagonaltrend läuft oder ist wieder über 800 oder so, wenn man dann halt irgendwie zum Beispiel auch die eine oder andere Analyse liest, wenn der DAX über 800 ist und dann geht er wieder long und so, das kann man alles vergessen. Ja? Also da sollte man sich wirklich sein eigenes Bild machen, seine eigenen Kriterien aufstellen
und dann auch danach ganz konsequent handeln und seine Einstiege und vor allen Dingen auch Ausstiege suchen, ganz wichtig. Oder eben, Dirk, ja, wenn man da ein bisschen Inspiration braucht, eben mal hier nur wieder bei einem Live-Event vorbeischauen, wo ja diverse Trader so ins Nähkästchen gucken lassen, wie wir das ja dann auch sicherlich mit Thorsten bei Bälde mal tun werden. Also insofern ist es definitiv immer ein großer Mehrwert. Und ich meine, dass es heute, sage ich mal, so wie am Schnürchen lief, trotz des ersten Stoppers ist es doch eigentlich eine wunderbare Geschichte. Ja. Und ich sag mal, jetzt haben wir ja gesehen, das Buy-Limit sozusagen, ja, um wenige Punkte verfehlt. Jetzt geht der Markt wieder ein Stück weit nach oben. Ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar Fragen mit auf und dann haben wir im Prinzip die European Session eigentlich für meinen Geschmack hervorragend abgebildet und hervorragend gecovert. Also lässt sich eigentlich gar nicht anders zusammenfassen. Ob der Markt jetzt hier rumdümpelt oder ob er jetzt noch ein starkes Movement macht, was er sicherlich machen wird, ist 14.30 Uhr reagieren auf irgendeine Richtung. Wir haben ja, wie gesagt, die Prognosen vorhin schon gehört. Also nochmal deutlich unter 11,7. Die genauen Marken vom Thorsten haben wir auch gehört. 11,681 und 11,661 mit Spike. Das werden wir beobachten. Das wird auf jeden Fall spannend. Also insofern würde ich mich dann freuen, dass ihr euch heute Nachmittag auch nochmal eingesellt, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Der Raum ist brechend voll am Nachmittag. In der Regel auch, aber es ist auch teilweise schon so gewesen, dass wir am Nachmittag weniger Zuschaltquoten hatten. Gebt mal Feedback, warum das so ist. A, seid ihr dann schon müde? Oder seid ihr die Trader dann satt, wenn ihr dann zweieinhalb, drei Stunden schon am Morgen mit uns hattet? Da könnt ihr mal Feedback geben. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal vorab freuen, wenn ihr dann heute Nachmittag nochmal zuschaltet. Und es dürfte sicherlich hier am Nachmittag ein Stück weit Action geben, wegen den News eben. Und da ist der Stereo-Trader ja prädestiniert für, da zu agieren. Also, dann haut es nochmal rein, wenn ihr irgendwas zum Besten geben wollt. Ich sehe jetzt gerade, welche Rolle spielt denn im Moment die Optionsseite? Achtest du darauf? Thorsten, hat es also der Optionsmarkt, hat er was, hast du da irgendwie im Blick? Ich hasse Optionen. Oh. Du redest vom Verfall, oder? Das genau, meinst du. Verfall, genau. Ich weiß, da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Ne? Also das ist so, einige achten drauf und versuchen dann irgendwelche Ziele damit auszuloten, aber irgendwie ist es ähnlich wie das, was man mit News macht. Ja, man hat eine Prognose und versucht danach irgendwie eine Logik zu. Also ich achte echt nicht drauf. Ne. Einzige, worauf ich in der Regel achte, an einem einfachen Hexensabbat oder so, dass wir in der Regel direkt nach dem Verfall, direkt nach 13 Uhr, wenn die Optionsscheine verfallen sind, dass wir dann in der Regel eine ziemlich zügige Bewegung über den ganzen Nachmittag haben. Und ich habe da mal, ich glaube, die letzten 4 Jahre so mal auseinandergepflückt und ich glaube, zu 72 oder 73% geht es Richtung Süden, direkt nach dem Verfall. Da werden oft Marken mit purer Gewalt gehalten, so wie jetzt, also wenn wir jetzt ziemlich weit nach oben gelaufen sind die letzte Zeit und wir haben morgen den Verfall geht es in der Regel, sage ich, 70% der Fälle geht es dann ab 13 Uhr ziemlich genau in die entgegengesetzte Richtung, weil die Marken da oben jetzt versucht werden, angeblich von den Big Playern da oben zu halten. Aber wie viel man davon halten kann, ich gucke es mir an, wenn der 13 Uhr, da bin ich eher auf Dirk seiner Seite, wenn er wirklich um 13 Uhr oder kurz vor 13 Uhr anfängt, wirklich Richtung Süden zu gehen, mir dann mit einer Scalping-Strategie eine Position zu nehmen mit ziemlich engen Stops und dann schnell absichern und dann hopp oder top. Danke für den Beitrag. Ja. Die Helbig-Kolumne soll das wahrscheinlich halten. Die Helbig-Kolumne ist mit dabei vom Olaf, jawohl. Danke an dieser Stelle für den Beitrag, Thorsten, ne? Muss man sagen, also bist da gut aufgenommen worden und kein Fake, liebe Leute, das war echt kein Plan, irgendwie, das ging jetzt hier kurz über Handy nach dem Motto, wie sieht's denn aus und dann kam der Thorsten dazu, freut mich auf jeden Fall, gerade eben auch, weil Thorsten und Dirk hier sozusagen eine Synergie gebildet haben mit dem Stereo Trader und das ist ja eine hervorragende Sache, die wir da hier so ein bisschen transportieren können. Also am Nachmittag, wie gesagt, wird aufgezeichnet, auch wer am Nachmittag keine Zeit hat, ansonsten haben wir auf jeden Fall vom Link King her, genau denselben Zugang wie heute Morgen, sprich eure Einladungs-E-Mail, da heute Nachmittag 14.15 draufklicken und dann werden wir 14.30 Uhr dann ein Stück weit Live-Action sehen. Gräfes Prognose, morgen 13 Uhr nicht über 11.800 und nicht unter 11.400. Ja, das ist immer eine Range von 400 Punkten, die wir hier haben. Das könnte schon sein, dass es sich da bewegt, oder? Wie siehst du das, Dirk? Das war genau das, was du vorhin gesagt hast. Ja. Also, ich glaube, wir vertreten da eine eigene 400 Meinung. 400 Punkte Stop-Loss kann man ja machen, ne? Ja, das also, ist.
Wie gesagt, da hat ja jeder seinen Ansatz und jeder seine Methodik. Also ich meine, Thorsten macht ja auch ein bisschen mehr auf Swing-Basis. Du, Dirk, bist ja eigentlich seltenst über Nacht investiert, oder? Du bist meistens wirklich nur Intraday aktiv, gerade News etc. Ja, ich bin da irgendwie nicht gemacht für, ne? Also das, keine Ahnung, ich habe schon so oft versucht, eine Position laufen zu lassen. Also ich, das Verrückte ist, ich habe ja immer, ich erwische manchmal Einstiege, wo ich mir selber wirklich selber am Kopf fasse, ja. Ich habe den Euro original am 10-Jahres-Tief wirklich so genau erwischt. Ich glaube, mit drei Pips Stop-Loss, ja. Und das Ding läuft irgendwie 400 Punkte nach Norden. Und ich habe davon 40 mitgenommen, ja. Und ich glaube, das ist wirklich so eine mentale Sache. Entweder man ist dafür gemacht oder nicht. Ich habe dafür irgendwie nicht die Geduld, Nerven oder wie auch immer. Also, weil ich da 40 Punkte ist für dich doch schon viel. Ja, das ist wenn ja du so lange durchhältst. Das stimmt. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, du. Da muss jeder sich selbst mit seiner Psyche, mit seinem Standing, also nicht jeder kann scalpen und nicht jeder kann swingen sozusagen, ne? Das ist ja auch so ein bisschen ein Widerspruch, ne? Weil ich weiß als Scalper, wo es reagiert, ja. Und wenn ich da eine Position, wie wir zum Beispiel mal angenommen, ich wäre halt vorhin, wäre short geblieben, hier oben irgendwo mit einem tiefen Ziel. Ich hätte das Ding hier spätestens im Auge gehabt und hätte dann schon Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich weiß, dass das reagiert da, ja. Mhm. Und mich dann natürlich dann selber frage, warum lasse ich den jetzt wieder 20 Punkte gegen mich laufen, ja. Mhm. Und das ist so, da muss man aber, glaube ich, irgendwie, beides gleichzeitig geht, glaube ich, überhaupt nicht. Also ich kann es nicht. Aber da muss man, glaube ich, dann irgendwie auch Computer irgendwie ausschalten. Und dann bloß nicht mehr drauf gucken, ja. Und dann irgendwie nur auf die 4-Stunden-Kerzen angucken oder so. Also das ist, weil, wenn man die ganzen Dinger kennt, wo der reagiert, also ob der jetzt dann nachhaltig nach oben geht oder nicht, ja, aber allein die Reaktion und ich weiß, eine Position wird gerade irgendwie wahrscheinlich 20 Punkte jetzt erstmal gegen mich laufen, das ist ja dann so ein Widerspruch, den man mit sich selber ausmachen muss, ja dann auch. Ne? Absolut, absolut. Ja, das muss aber jeder für sich selber beantworten, die Frage. Weil wie du schon sagst, manche sind nicht dafür gemacht, im 1- oder 5-Minuten-Chart darum zu hantieren. Das ist zu schnell einfach. Manche brauchen eben wirklich den Stunden- oder Tageschart, dass sie dann ein Stück weit resümieren können, was da jetzt abgeht. Ja. Das ist auch eine wichtige Fragestellung, die sich jeder dann auch stellen muss, wenn er jetzt nicht simpel irgendwelche Signale einfach nur von einem Börsenbrief adaptiert oder kopiert. Ist das schon, wenn man selbst also treten will, wichtig. Ja, Thorsten und ich sind da völlig unterschiedlich, ne? Also der Thorsten, der ist ja völlig wahnsinnig, ne? Der macht dann irgendeine Position auf und macht das Handy aus. Ja, das ist das unter 60, da hat man dann die Marktreife, so wie ich es mal nenne, oder Thorsten, wie ist das? Der Dirk ist ja nicht mehr unter 60. Ja, da hat er sich aber gut gehalten, oder? Da hat er sich aber wirklich gut gehalten, der Dirk, ne? Muss man sagen. Aber das nein, ist ja auch. Ist wirklich eine reine Nervengeschichte und nicht von den eigenen Nerven, sondern ich sag mal eher ein Urvertrauen zu seiner Arbeit. Wenn Dirk hat ein Urvertrauen zu seiner Scalping-Strategie und er wird einfach nervös, wenn dann irgendwas gegen ihn läuft. Vollkommen richtig. Raus. Plane dein Trade und trade deinen Plan. Sein Plan ist dann einfach so, an dieser Marke jetzt 8 Punkte mitzunehmen, nimmt er diese 8 Punkte mit. Gold richtig. Ich mache meine Analysen mittelfristig. Na okay, das ist mein Plan und den trade ich jetzt. Was die meisten Trader ja umhaut, ist, dass sie selber einen Plan machen und sobald sie ihn fertig haben, schmeißen sie ihn um. Sobald die Position im Markt ist, wird der Plan umgeschmissen. Da wird vorher 3 Stunden lang wird alles Mögliche eingezeichnet. Wenn alles eingezeichnet und drücken sie auf den Knopf, hauen die Position im Markt und kaum ist die Position drin, sieht man seinen Stop, sieht man seinen Limit und sagt, scheiße, ach du Scheiße. Nebenbei hat man Zeit, liest einen Börsenbrief, oh, jetzt sagt er, jetzt muss der Stop da hin. Und dann wird alles über den Haufen geschmissen und dann kriegt man einen an die Backen und hinterher guckt man rein und sagt, scheiße, Plan wird doch aufgegangen, weil man kein Vertrauen zu seiner Arbeit hat. Und zu meiner Arbeit habe ich Vertrauen, deswegen haue ich so eine Position da rein, Stop dahin, fertig. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich bin seit 11.794.75 bin ich short im DAX. Stop liegt jetzt bei 11.793, das heißt mit 2 Punkten im Gewinn und nach mir die Sinnflut. Meine Limit Pullback für einen Teil der Position liegt bei 11.683. Die kann er dann da unten mitnehmen und endgültig schließen wäre ich wohl wahrscheinlich bei 11.661. Das wäre ich nach der 81 entscheiden, ob ich eventuell da unten das zweite Drittel nur rausnehme an der 61 und vielleicht sogar bis zur 41 laufen lasse. Aber das ist mein Plan und da brauche ich jetzt auch gar nicht lange. Ich gehe nachher irgendwo ins Café oder gehe mit meiner Frau irgendwie Mittagessen oder was weiß ich. Ich brauche da jetzt nicht rumhacken da drin. Ich mache nur meinen Plan kaputt. Und dann, Thorsten, lass mich kurz ergänzen. Gerade wenn du das dann immer
schnitzt, erarbeitest und dann über den Haufen wirfst, das ist ja seelische Vergewaltigung. Ja, also du machst dich ja im Kopf nur kaputt, die ganze Arbeit, die du reinsteckst, und plötzlich revidierst du alles, und wenn du das mehrmals machst, dann hast du eben so ein Missvertrauen in die Strategie. Aber es hängt natürlich damit zusammen, dass du mit deiner Strategie groß geworden bist, du hast sie für dich adaptiert, genau wie der Dirk halt mit par excellence hier seinen Stereo-Trader da, sag ich mal, für sich auf sich gemünzt sozusagen entwickelt hat als eigener Programmierer. Das ist natürlich wirklich das Beste, was passieren kann. Und insofern, das ist natürlich aber was man nicht von heute auf morgen erlernt, solche Skills. Das muss an der Stelle auch einmal erwähnt werden. Ja, ich meine, die Masse denkt immer, ich mache mal hier ein Webinar mit, mache mal ein Seminar mit, lese drei Bücher, große Buch der Markttechnik von Micha, und dann habe ich es drauf. Ne? Das ist aber natürlich nur ein Promille, ein Mini-Promille von dem, was dazugehört. Und das ist eben auch Erfahrung, gerade die Psyche, die einem am Markt dann hier überleben lässt. Und ihr wisst ja selber, wie bei JFT können eigentlich nur überleben, wenn der Kunde überlebt. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Brokern, dass wir eigentlich wirklich nur profitieren können, wenn auch ihr als Trader profitiert. Und weil wir eben auch nicht gegen euch spielen oder eure Verluste als unsere Gewinne verbuchen können oder tun, ist es eben eine Geschichte, dass wir daran interessiert sein, dass ihr erfolgreich werdet. Und deswegen, Thorsten, unsere Zusammenarbeit super. Dirk, wie gesagt, da ist auch alles auf den Weg gebracht. Stereo Trader ist sicherlich ein Tool, was den kurzfristigen Tradern helfen wird und soll. Und da muss man einfach dran anknüpfen. Und da gilt es eben auch sozusagen, die Schule der Börse dann eben auch als, ja, als Hobby anzusehen, beziehungsweise auch als zeitintensives Hobby, weil man so eben nebenbei den Markt scalpen und hier groß die Gewinne aus dem Markt ziehen, das ist eine Illusion, die uns gern per Videoclips oder irgendwelchen Werbefilmchen da verkauft wird, aber die Realität sieht dann doch anders aus. Ja, absolut. Also ich denke, ich meine, was wir hier auch machen, ne, ist, das ist ja auch Live-Trading. Ich meine, ein Trade aufzeichnen, der schön gelaufen ist, ein Gewinn und dann nachher erklären, das ist viel leichter. Ja, also das ist... ganz klar, ich meine, hier ist es ja wirklich jetzt einfach auch live gewesen. Ja, also es ist glücklicherweise aufgegangen. Und ich denke halt auch immer, und das spricht ja auch für euch, ja, wenn man sowas als Broker präsentiert, das hat ja auch einen ganz anderen Wert, jetzt irgendwas nachträglich zu erklären und was angeblich funktioniert und was nicht. Also von daher denke ich halt auch, dass die Zuschauer und Zuhörer das ja auch, denke ich, doch vernünftig auch unterscheiden können. Ja, das ist korrekt. Und ja, wie sagt Bernd, also Bernd, das ist ein Teilnehmer, der bei mir im Stream auch immer viel postet, sagt auch gerade, wie sagt der Thorsten immer an dieser Stelle, wenn es langweilig wird, hat man es als Trader geschafft. Ah, da ist schon was dran, ne? Ja, oder wenn es weiß nicht. Ja, da hat dir wahrscheinlich zugehört, Thorsten. Aufmerksam. Also übrigens, es soll vorkommen. Es soll vorkommen, dass dir jemand zuhört, Thorsten. Es ist selten, aber es kommt vor. Also Börse ist ja nicht für jeden was. Ich habe einmal so zum Abschluss, und dann bin ich auch gleich weg, einen ganz kurzen Vergleich. Wer vor acht, also es gibt ja auch andere Investitionsmöglichkeiten. Wer vor 18 Monaten 1.158,40 Euro in Aktien der Commerzbank investiert hat, musste sich jetzt 18 Monate über fallende Kurse ärgern und hat heute noch stolze 215,28 übrig. Wer vor 18 Monaten 1.158,40 in Krombacher Bier investiert hat, war ständig heiter, hatte viel Spaß, hat ein Stück Regenwald gerettet und hat heute noch Leergut im Wert von 223,30. Also da sollte man wirklich seine Entscheidung treffen. Wer für Börse nicht so viel übrig hat, die Entscheidung muss auch jeder für sich treffen. Aber das machen wir mal in einem separaten Webinar. Gern. Auf jeden Fall, also vom Setting her, jetzt wollen wir mal sehen, Hut ab, Dirk, für den Mut hier zu traden. Live kriegst du direkt positives Feedback hier im Chat. Wie gesagt, das kam gut an. Dass es, wie gesagt, so aufging, wir hatten auch schon Tage, wisst ihr genau, wenn ihr häufiger beim Live-Event wart, da ging gar nichts. Ja, da haben wir im Prinzip viel philosophiert. An anderen Tagen gab es auch Verluste, ja, wo dann im Prinzip der Tag dann mit einem Los endete. Heute wirklich Paradebeispiel von der Idee bis zur Umsetzung und zur Ausführung und dann auch zum Exit. Jetzt wird der Markt wohl irgendwie da rumplätschern. Warten wir es mal ab. Wir hoffen ja jetzt dann auch, ihr habt es ja schon gehört, der Thorsten wird dann hier schön eloquent mal Mittagessen, hat seinen Tradingplan sozusagen skizziert, lässt sich dann überraschen. Wir schalten uns auf jeden Fall 14:15 wieder on the market. Freue ich mich auf jeden Fall, dass der Dirk wieder dabei ist. Stärk dich anständig und dann wollen wir mal sehen, ob wir am Nachmittag vielleicht hier die ein oder andere Bewegung noch, ja, orakeln können und dann vielleicht sogar erwischen. Ich denke auf jeden Fall, das Feedback ist durch die Bank weg positiv hier bislang und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit war sehr schnelllebig. Also das spricht ja auch dafür, dass wir hier wirklich ja, eigentlich eine amüsante Runde waren. Dass Thorsten jetzt noch dazu kam, wie gesagt, vielen Dank an der Stelle. Ihr könnt euch auch darauf freuen, dass wir mit dem Thorsten auch nochmal
so ein Special Live-Event machen, Schrägstrich noch viele, viele weitere Aktionen. Also Thorsten, wie gesagt, und auch Dirk, wir sind da ja in einer Partnerschaft und es freut mich sehr, dass wir euch dabei haben im Team von JFD und das hat ja eigentlich fast schon erst begonnen, jungfräulich noch. Das heißt, wir haben noch viele Jahre vor uns. Auch wenn der Thorsten dann sicherlich irgendwann sagt, er will in den Ruhestand gehen, aber da wird es dann viele, viele seiner Zöglinge geben, die ihm dann sicher den Weg weiter ebnen. Also insofern, das wird weitergehen und der Markt schreibt seine Geschichte schon seit vielen hunderten Jahren und das werden wir auch hier weiter fortführen. Also in dem Sinne sage ich mal, wir haben es gleich 11 Uhr. Wir sind nur minimal über der Zeit. Ja, also manchmal haben wir die 2,5 Stunden gemacht, manchmal 3. Ich denke, es war eine riesen Education heute und eben auch live echt ein Filetstück, was wir uns heute hier anschauen haben können. Und ich will gar nicht so viele Worte mehr verlieren. Ich wünsche euch eine gute Mittagszeit, eine gute Mittagspause. Geht's raus an die Sonne. Also hier im Süden, bayerisches Traumwetter, also die Sonne scheint, es ist zwar ein bisschen kühl, aber wirklich funny. Nutzt die Zeit, schaltet ein bisschen ab und wenn ihr Bock habt, kommt am Nachmittag nochmal dazu. 14:15 selber Link, Aufzeichnung wird es geben für alle, die dies verpasst haben. Ich sage danke an Dirk und an Thorsten, überraschenderweise. Und würde jetzt noch sagen, wenn ihr noch was zu sagen habt, gebt's Bescheid, weil in 3, 4, 2, 1 ist das alles weg, dann schalte ich uns offline. Nee, aber auch danke von meiner Seite, hat Spaß gemacht und bin gespannt, was heute Nachmittag noch kommt. Alles klar. Danke, dass ich immer frech sein durfte. Okay. immer wieder gern, Thorsten. Du bist gern gesehener Special Gast. Also, liebe Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit und freue mich drauf, wenn wir uns nachher wiederhören sehen. Und vielleicht schafft es der Thorsten ja auch nochmal. Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht besprochen. Er hat aber auch viele andere Sachen immer zu tun. Morgen ja auch in Göttingen unterwegs für seine Teilnehmer. Da ist er übrigens auch, das muss ich jetzt nochmal nach als Nachbrenner schicken, sehr, sehr betreuungsaffin. Ja? Also das ist schon ein hohes Level, was da gefahren wird in Sachen Kundenbetreuung, Kundensupport. Gibt es nicht überall. Großes Lob da an der Stelle. Und dann natürlich auch eine Begründung dessen, warum er sich hier auch mit vierstelligen Teilnehmerzahlen oder Teilnehmern seines Services da auch erfreuen darf, weil es eben eine ganz runde Geschichte ist. Kostet viel Zeit und Aufwand, deswegen gönnt ihr eine gute Mittagspause, viel Kraft in Göttingen, falls wir uns nicht mehr hören. Und bei den IB-Days, liebe Leute, 7., 8. März oder überhaupt in der Kalenderwoche im März halt in Frankfurt, da werde ich mit dem Thorsten auch mal zusammen nochmal auf der Bühne stehen und werde da in seinem Schatten versuchen, da den ein oder anderen Skill weiterzugeben. Ja, also an dieser... Du in meinem Schatten. Danke übrigens vorhin für das... Der Thorsten ist damit groß geworden. Groß geworden mit 1,73. Danke für die Blumen. Ja, du weißt, etwas Ironie steckt in den Worten. Wer weiß, wie groß ich bin, aber es ist eigentlich wurscht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und hat mich tierisch gefreut. Wir hören uns später wieder, wenn ihr wollt und allen eine schöne Mittagspause. Ciao dabei. Du, danke. Tschüss. Danke. Tschüss.